Ja, herzlich willkommen zum Tech Talk Special Folge 7, also diesmal ein Special bei der Folge 7 zur Gamescom 2018 und diesmal in einer ganz speziellen Runde. Ich glaube, Premiere für einen Finn heute bei uns. Du warst, glaube ich, noch nie auf dem Tech Channel bei uns, kann das sein? Ich wüsste zumindest nicht wann. Also nee, das ist richtig, ich war noch nie hier. Genau, also Finn ist seit, ich glaube, 2015 bei Kurs4U, hauptsächlich unser Gamescom-Reporter, Redakteur. Und Georg ist wieder mit dabei und heute geht es mal wirklich nur um die Gamescom. Wir haben gedacht, wir trennen das Ganze mal ein bisschen aus dem Podcast, weil auf dem Technik-Kanal interessiert sich jetzt nicht jeder unbedingt für Games und für die Gamescom. Aber ich denke mal, die Mehrheit schon und die können sich das angucken. Für alle anderen, die jetzt sagen, oh, warum kommt in diesem Monat nichts? Doch, es kommt was, aber das wird dann erst am Freitag veröffentlicht. Und eben am Montag jetzt erstmal das Gamescom-Special und am Freitag darauf kommt dann eben die reguläre IT-Tech-Talk-Folge. Diesmal dann eben mit Tobi, mit David und mit mir. Jo, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an mit den Games erstmal und dann am Ende vielleicht noch mal so ein paar allgemeine Sachen. Dieses Jahr sollte man vielleicht noch vorher wissen, 10 Jahre Gamescom. Also 10 Jahre gibt es die Messe jetzt schon in Köln. Und davor war sie die Games Convention, die war ja damals in Leipzig noch. Lang ist es her und es gibt auch einige Leute, die sich das wieder zurückwünschen. Komisch. Dieses Jahr war ein Besucherrekord von 370.000 Besuchern. 2017 waren es 355.000. Das ist natürlich schon nochmal ein Unterschied. Da hat man nochmal eine Schippe draufgelegt. Und ich schätze mal, ihr habt das auch gemerkt. Ich muss dazu sagen, ich selbst war nicht auf der Messe. Also Georg und Finn sind die einzigen, die von Kurs4U dieses Jahr dort waren. Finn war ganz normal als Pressevertreter wieder auf der Messe, wie wir sonst eigentlich immer da sind. Und Georg hat sich dieses Jahr mal richtig ins Getümmel gestürzt, aber dazu später. Der war als ganz normaler Besucher da. Naja, ganz normal nicht, weil er hat das Gamescom-Camp mal besucht und wird dann ein bisschen was über das Gamescom-Camp erzählen. Gut, Finn, du hast dir ein paar Games angeguckt, dann schieß mal los. Was ist dir so aufgefallen oder was hat dir besonders gut gefallen? Jo, also gleich beginnen würde ich mal mit meinem persönlichen Highlight der Gamescom. Das ist Ori and the Will of the Wisps. Wurde auf der E3 angekündigt, war von Anfang mit ganz großem Hype und so weiter und jetzt konnte man es auf der Gamescom anspielen. Ganz kurz, hat mir sehr viel Spaß gemacht, war grafisch und vom Sounddesign her steht das dem ersten Teil, also Ori and the Blind Forest, in gar nichts nach. Macht richtig Spaß, einfach auch nur das Rumstehen und sich die Landschaft angucken ist übel angenehm, obwohl das eigentlich ein Plattformer ist, der sehr schnell ist. Wir waren so ein Wüstenlevel quasi, da wurden ein paar der neuen Mechaniken gezeigt, unter anderem das Graben, also du bist durch dieses Level gerannt und hast währenddessen quasi das Graben als Fähigkeit freigeschalten, konntest dich dann quasi wie so ein Sandwurm durch den Boden bohren, an gewissen Stellen, wo der Boden dünner war. Und dort konntest du dann eben, wurden dann eben neue Mechaniken freigeschaltet, wie zum Beispiel, dass du dich, wenn du dich im Boden beschleunigst und dann aus dem Boden rausschießt, dass du einen sehr hohen Geschwindigkeitsbonus bekommst und hoch durch die Luft fliegen kannst, was sehr angenehm ist. Es fühlt sich sehr gut an, also vom Momentum, das man bekommt, es fühlt sich richtig an, es fühlt sich schön an zu spielen. Es öffnet komplett neue Möglichkeiten des Level- und Game-Designs, was sehr wichtig ist für einen Fortläuferteil, meiner Meinung nach. Und finde ich insofern eine sehr gute Addition zum Spiel. Das andere, was ich sehr gut fand, was im ersten Teil auch zu Recht kritisiert wurde, wo das Kampfsystem relativ flach war, man hat einfach den Angriffsknopf so lange gedrückt, bis alle Gegner tot waren, weil man zielsuchende Projektile hat und da sehr wenig Input vom Spieler selber gefordert war. Dies ist jetzt ersetzt worden. Man hat jetzt zwei Angriffsknöpfe. Man hat einen Nahkampf-Button quasi, wo Ori ein Schwert materialisiert und damit kämpft. Und man hat einen Bogen. Diese fühlen sich wesentlich besser an. Das Kampfsystem ist dadurch tiefer und es eröffnet mehr Möglichkeiten, weil man jetzt statt einem Angriff, der quasi in vier Richtungen, also Angriff nach oben, Angriff nach rechts, Angriff nach links, Angriff nach unten, hat man jetzt 8 mögliche Angriffe plus die Zusatzfähigkeiten, die mal jetzt außen vor gelassen werden. Das heißt, Ori and the Will of the Wisps, wenn noch weitere Zusatzfähigkeiten da sind und neue Fähigkeiten, die neues Leveldesign ermöglichen, wird es auf jeden Fall ein Titel, auf den man ein Auge werfen sollte. Mir persönlich hat es sehr viel Spaß gemacht und war das Anstehen definitiv wert. Okay, wie lange hast du angestanden? Am Freitag waren das 2 Stunden. Ja, das geht dann noch. Ja, für Gamescom-Verhältnisse. Und dann war ich natürlich am Pressetag noch da war das Anstehen etwas kürzer, da habe ich eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde gewartet. Aber 2 Stunden, das war noch nicht
der Peak. Ich glaube, Peak waren an dem Tag 2,5 oder 3 Stunden, aber viel mehr war es nicht. Es war auch nur so ein kleiner Nebenstand bei der Xbox und nicht so. Deswegen Ja. war da nicht so viel Kapazität der Warteschlange. Waren auch nur 12 Geräte zeitgleich. Also. Ah ja. Released wird das, glaube ich, Ja, 2019, so was ich 2019 gehört soll habe. das rauskommen. Ja, Ich glaube, genau. ein Also. komplettes Release-Date steht noch nicht. Nee, also ich habe jetzt gerade mal gegoogelt, weil es mich interessiert hat. Also. Ich hatte noch so im Kopf irgendwie 2019, aber ich habe da jetzt auch noch kein genaues Datum gefunden, also 2019. Und wie gesagt, verfügbar für PC und Xbox dann halt. Genau. Gut. Dann hast du ja noch andere Sachen Das angeguckt. ist korrekt. Und dann kommen wir zu meinem zweiten Favoriten, in Anführungszeichen. Total War Three Kingdoms war Wer hätte bei. das gedacht, du Ja. als Total War-Fan? Das ist jetzt sehr schwer, also sehr weit hergeholt. Ja. Also ich habe mich mit der Reihe, das ist so die Reihe, mit der ich mich am meisten beschäftigt habe, gefühlt. Ich habe auch am meisten mich mit darüber geschrieben. Und einen Haufen Artikel gehen über Total War Warhammer und über Total War Saga Thrones. Bekannt, Britannia habe ich auch geschrieben. Three Kingdoms selber hat ja, also anspielen konnte man da das Hinterhaltgefecht, das ist auch auf YouTube zu finden, wo man Sun Ren spielt und ihren Bruder und die werden von Rebellen überfallen und man muss quasi entweder erfolgreich seine Armee zum Entkommen bringen, also einmal über die Karte bewegen, sodass sie entkommen kann, oder man muss den Hinterhalt zu besiegen. Gab es in normal und in schwer. Und direkt das Interessanteste zuerst: Zum ersten Mal war eine Sch als schwer gekennzeichnete Schlacht in Total War wirklich schwer. Also dieses Hinterhaltsgefecht zu spielen war tatsächlich knifflig. Ich weiß nicht, ob das ob die so geskriptet war, dass sie schwer war, oder ob das tatsächlich auch später im Spiel so ist, aber die KI hat ein paar extrem schlaue Sachen gemacht. Das heißt, in puncto KI, wenn das keine geskriptete KI ist, sondern wirklich die finale In-Game-KI, dann ist Total War Three Kingdoms in dem Punkt sehr vielversprechend. Das andere, was mir aufgefallen ist, wie bei Ori, Sound ist großartig gelungen, Grafik ist auch großartig gelungen. Es macht sehr viel Spaß, da einfach zuzusehen und zuzuhören. Vom Sounddesign her fühlt man sich ein bisschen erinnert an die Zeiten von Shogun 2. Also wer Shogun 2 Total War mochte und wirklich genossen hatte, der wird in Three Kingdoms, dem könnte Three Kingdoms auch sehr, sehr stark gefallen. Und so viel dazu. Dann kommen wir kurz zu ein paar Gameplay-Sachen, die mir aufgefallen sind. Zum einen, wie auch die Developer bereits angekündigt haben und wieder wiederholen, Total War Three Kingdoms wird sehr, sehr auf die Helden und Charaktere fokussiert sein. Das kennt man von Warhammer und es ist auch ähnlich gehalten wie in Warhammer, dass die Helden quasi ihre Lebenspunkte haben und nur einzeln in ihren Einheiten sind. Also sie haben keine Leibwache um sich rum, sondern stehen für sich selber quasi. Zumindest im romantischen Modus. Es wird auch noch einen historischen Modus geben, aber da spielen Helden keine große Rolle. Es ist auch nicht der Hauptfokus vom Spiel. Diese Helden sind in der Lage, zum einen solo sind sie sehr stark gegen Einheiten. Allerdings sind sie nicht so stark wie in Warhammer, wo ein Held eine ganze Einheit einfach so ausradieren konnte. Sondern etwas schwächer und etwas auf einem menschlicheren Niveau, in Anführungszeichen. Was ich persönlich sehr schön fand. Der Hauptpunkt von dem Spiel, das sieht man auch, und ich werde auch ein paar Punkte bringen, an denen man das sieht, ist der Kampf von Helden gegen Helden, und generell die Charakterentwicklung und so weiter. Manifestiert sich darin, wenn ein Held einen anderen im Duell bekämpft, dann greifen die anderen Einheiten, greifen da nicht ein. Sondern es kämpfen wirklich nur die beiden Helden gegeneinander und sonst niemand, da das wäre ein Abbruch des Duells und wird als ehrenlos dargestellt und es manifestiert sich auch in dementsprechenden Moraleinbußen. Also die Seite, die ein Duell abbricht, indem sie zum Beispiel eingreift oder so weiter, bekommt massive Mali auf Angriffsstärke und Moral und so weiter. Deswegen ist es sinnvoll, solche Duelle zum Beispiel komplett zum Ende durchlaufen zu lassen. Und diese Duelle selber bringen dem Gewinner teilweise so massive Boni auf Moral und Angriffsstärke, dass nur dieses Duell und nur dieser Einzelkampf kann das gesamte Gefecht in die eine oder andere Richtung entscheiden. Was ich persönlich sehr interessant finde. Und was auch neue Gameplay-Möglichkeiten eröffnet. Denn diese Duelle sind nicht verpflichtend, wie man eventuell denken könnte oder möchte, sondern man hat auch die Möglichkeit, Duelle jederzeit abzulehnen. Und man kann auch seine Helden, zum Beispiel die fragileren, die einen Einzelkampf nicht überstehen würden, kann man auch instruieren, dass sie Duelle nie annehmen werden. Das heißt, man kann sie nicht mehr herausfordern zu kämpfen und das heißt, sie können auch in Einzelkämpfen nicht besiegt werden. Diese würden dann ganz traditionell besiegt werden, indem man einen Rechtsklick als Angriffsbefehl macht. Das UI fand ich sehr aufgeräumt. Man hat
Ich fand, es war schon zu aufgeräumt. Es ist sehr verspielt, aber zeitgleich ziemlich minimalistisch gehalten. Und ich Okay. finde, dass man das ein bisschen, man hat es fast schon ein bisschen zu übertrieben mit der Minimalisierung, sodass man hat halt maximal noch 5 Einheiten-Infos statt den üblichen 18 oder 20. Was heißt, was einem als Spieler teilweise Details fehlen zu Einheiten, die man eventuell wissen sollte oder wissen könnte, die dann in Pop-ups oder die in Pop-ups versteckt sind oder gar nicht einsehbar. Was es etwas schwerer macht, teilweise den Überblick zu behalten. Was mir auch aufgefallen sind, ist, dass teilweise, ich weiß nicht, ob das an dem Status liegt, am Entwicklungsstatus, in dem das Spiel noch ist, oder ob das wirklich so übernommen wird, sehr viele Sachen werden vom Berater bzw. vom General selber nicht angesagt. Früher in den Spielen wurde zum Beispiel angesagt, wenn eine Einheit entdeckt wurde, wurde dann vom Berater durchgegeben, dass man den feindlichen Hinterhalt entdeckt hätte. In diesem Spiel ist das nur noch begrenzt so. Zum Beispiel, wenn sich feindliche Einheiten wieder sammeln, wird das nicht durchgegeben. Oder wenn sich eigene Einheiten wieder sammeln, wird das manchmal nicht durchgegeben. Was dazu führen kann, dass man als Spieler nicht den Überblick hat in der Schlacht, was die Schlacht selber sehr viel chaotischer machen kann. Ob das intendiert ist oder nicht, weiß ich nicht. Und ich habe auch noch keine Ahnung, inwiefern sich das aufs längerfristige Spielgefühl auswirkt. Und ob man sich als Spieler daran schneller gewöhnen kann oder weniger schnell gewöhnen kann. Ist aber nur im Hinterkopf zu behalten. Genau, zur KI habe ich hier kurz aufgeschrieben, habe ich schon gesagt. Insbesondere die Kavallerie wurde von der KI meiner Meinung nach sehr gut eingesetzt, was Neues ist, das macht sie normalerweise gar nicht. Genau, die Helden, um auf die nochmal zurückzukommen, verfügen alle über mindestens 2 Fähigkeiten, manchmal 3. Die haben Impact, die haben Auswirkungen, die sind auch mächtig, diese Fähigkeiten. Zeitgleich sind sie aber nicht unbalanced oder unglaublich OP, sozusagen. Da sie teilweise an sehr hohe Cooldowns gebunden sind und Abklingzeiten und auch teilweise brauchen sie auch, bis sie vorbereitet sind, eine gewisse Zeit. Und die besonders starken Fähigkeiten, wie zum Beispiel der Herzsucher von Sun Ren, das ist ein Pfeil, der an einem einzelnen Ziel, wie zum Beispiel einem gegnerischen Charakter, sehr viel Lebenspunkte abzieht. Also das macht irgendwie 1000 Lebenspunkte Schaden etwa. Also ist sehr, sehr stark für Duelle. Den kann man aber nur dreimal im ganzen Gefecht einsetzen. Und über diese Mittel wird er deswegen gebalanced. Das heißt, es geht nicht nur darum, mit Heldengegner zu kämpfen, sondern man muss auch immer noch mit dem Rest seiner Armee vorgehen. Und man hat deswegen meiner Meinung nach einen sehr guten Mittelweg seitens CA gefunden, mit dem man Helden schon in den Mittelpunkt stellt und auch das Spotlight auf diese Heldencharaktere setzt und diese überlebensgroßen Figuren, um die die gesamte Periode der drei Königreiche hier im Endeffekt geht, wenn man sich da mal reinliest. Aber der Rest der Armee und die normalen Einheiten gegen Einheitengefechte, für die man die Total War-Reihe kennt, sind immer noch präsent und sollten es auch sein. Und ich glaube, das war es hierzu. Ein Punkt, den ich noch erwähnen würde. Ja. Animationstechnisch, und dann bin ich aber auch fertig, weil es wird jetzt hier. Animationstechnisch, die Animationen von Helden sind sehr gut gelungen, meiner Meinung nach. Insbesondere die Animationen in Duellen sind sehr schön. Die sind verspielt, die sind ein bisschen Kung Fu Martial Arts mäßig. Sieht sehr schön aus, macht sehr viel Spaß zuzugucken. Die Animationen von Einheiten gegen Einheiten hingegen sind etwas spärlich. Okay. Es ist vermutlich, weil man das System von Warhammer verwendet, wo Einheiten nicht mehr in diese Mann-gegen-Mann-Duelle verstrickt werden, sondern einfach nur noch in die Luft reinhauen. Aber müsste hier erwähnt werden. Ja. Und sollte man auch nicht unerwähnt lassen. Die Animation von Einheiten, Modellen, die keine Helden sind, sind etwas spärlich. Eventuell wird das nachgebessert, aber ich würde nicht drauf setzen. Okay. Das ist so mein größter. Ma auch mein größter Bemängelungspunkt an dem gesamten Spiel, was ansonsten fand ich sich sehr schön gespielt hat. Das so hört sich's auch an. Also du bist trotzdem begeistert von dem Ja, Spiel. im Großen und Ganzen. Und ja, genau. Und Release wäre da Q1 2019, also im Quartal 1 2019. Und das USK-Rating steht auch noch aus. Mal Wird gucken. vermutlich Aber wieder 12 sein, wie alle anderen. ja, wahrscheinlich, ne? Ich meine, da wird sich nicht viel tun bei so einem Game. Genau. Gut, dann kommen wir doch zu Nein, Georg. ich möchte tatsächlich noch mal was zu diesem Spiel anmerken. Dann mach Verwunderlich das für doch mal. mich. Wir haben auf dem Gamescom Camp da auch ein Entwicklervideo gesehen zu Total War Three Kingdoms.
Ein Feature, was ich besonders interessant war, war jetzt nämlich diese Spionage. Du kannst Oh jetzt ja. hergehen und sagen, du kannst zum Beispiel einen Thronerben, kann von dir gestellt sein. Also besser gesagt, du hast eine Einheit und die kann dann sich beim Gegner bewerben. So, hey du, ich bin ein guter General, nimm mich doch. Und das merkt der andere Spieler aber nicht, dass er von dem ist. Und das heißt, dass er dann quasi einen gegnerischen General hat. Und der gegnerische Spieler kann natürlich dann die Bewegung des Generals einsehen und kann auch jederzeit entscheiden, dass der quasi im Kampf dann sich gegen den stellt. Das Und war. Achso, sorry, ich wollte dich jetzt nicht abschneiden. genau, dann wollte ich noch, das gleiche geht auch eben Thronerbe. Das heißt, dass du da irgendeinen Thronerben mit rein tust, der halt zu dir gehört und dann stirbt halt quasi der König und dann, ja, dann gehört das Imperium dir quasi, weil du den Thronerben gestellt hast. Um dazu was auszubauen. Ist quasi die Ablöse vom Agentensystem. Früher hatte man das so, in alten Teilen hatte man so zwei oder drei verschiedene Agententypen, die alle ihre eigenen Sachen konnten. Ninjas zum Beispiel konnten sich irgendwo einschleichen und Tore öffnen oder Assassinen konnten Leute umbringen. Das ist mit Total War Saga, also mit dem indirekten Vorgängerteil, das ist zwar kein Hauptteil, aber in dem wurde es ausprobiert, da wurden die Agenten komplett weggenommen aus dem Spiel und es gab auch keine Ersatzmechanik. In Total War Three Kingdoms sollen die Agenten immer noch draußen bleiben, da die KI teilweise sehr nervig mit diesen Agenten werden konnte. Wenn man 18 Attentate die Runde hatte, wurde das dann irgendwann nicht mehr schön zu spielen. Und diese Generäle, beziehungsweise und diese Spione wurden damit jetzt zur Ablösung von den Agenten. Und zwar kann man seine Charaktere, die sind zum einen sind sie Generäle, aber man kann sie auch als Spione einsetzen und irgendwo einschleusen. Das funktioniert so, wie Georg bereits gesagt hat. Die werden quasi der gegnerischen Partei als eine Möglichkeit, als einen möglichen Kandidaten zum General angezeigt. Wie jeder andere. Nur arbeiten sie im Geheimen halt für den Spieler, der sie entsendet hat. Und über die Zeit, in der sie dann für diesen anderen Spieler arbeiten, für den der ausgespioniert wird, bauen sie ihre Cover, ihre Deckung auf. Und je höher die Cover ist, desto mehr Aktionen kann man sich erlauben oder desto gewagtere Aktion kann man sich erlauben, ehe die Cover auffliegt. Das heißt, man muss es etwas erst länger aufbauen, wenn man etwas Schwerwiegendes, wie zum Beispiel Tore öffnen oder sowas machen möchte. Während man für leichtere oder kleinere Aktionen kann man schneller durchführen, weil man weniger Cover dafür verbraucht. Das soll auch darin kumulieren, dass man am Ende einen Bürgerkrieg zum Beispiel loslösen kann, wenn der General sehr hochrangig ist und sehr lange für diesen anderen Menschen arbeitet. Und eröffnet damit einen Haufen neuer Mechaniken, insbesondere für Spieler-gegen-Spieler-Kampagnen, die ein oft übersehenes Feature der Total War-Reihe sind, dass zwei Spieler gegeneinander eine Kampagne spielen können. Oder auch miteinander. Und es soll quasi das Spionage-Feature umbauen und auch ersetzen, zu großen Teilen. Um es für den Spieler zum angenehmeren und interessanteren Spielfeature zu machen, als es bisher war. Gut. Wie gesagt, Dann, fand ja. ich halt auch recht interessant, weil, wie die es dann auch gesagt haben, ja, dann kann man ja quasi hergehen und sagen, aha, ich habe da vielleicht einen Spion in deinen Reihen. Und dabei hast du vielleicht keinen. Du musst halt echt wahnsinnig aufpassen. Da ist jetzt bloß die Frage, kann man irgendwas tun, um das aufzudecken? Hat man da irgendwie eine Kontereinheit, die das irgendwie überprüfen kann oder mit der man Spionage aufdecken kann? Oder ist es einfach bloß, wenn quasi der Gegner irgendeinen Fehler macht, wenn eine Aktion scheitert, dass er dann auffliegt? Dazu weiß ich bis jetzt nicht so viel. Ich glaube, es wird keine dedizierte Kontereinheit geben. Ich weiß, dass wenn dein eigener Spion beim Gegner etwas aufdeckt, also deine Spione können enttarnt werden über die eigenen Spione, die dann beim Gegner aktiv sind und dadurch aufdecken, Moment, der Typ ist ja für die tätig und nicht für uns. Und sonst, wie du gesagt hast, wenn eine Aktion eben fehlschlägt, dass dann der Spion aufgeflogen ist und quasi aus dem Hof gekickt wird oder umgebracht wird und dann gerettet werden muss von der dritten Partei, was auch sehr interessante Expeditionen loslösen kann. Generell, das war jetzt weniger Fokus von der Gameplay-Demo, aber auch noch ein Punkt, den ich an Three Kingdoms sehr interessant fand. Zum ersten Mal soll es so Sachen geben wie Freundschaften zwischen Charakteren. Das bedeutet, dass wenn
zwei Charaktere sich sehr dicke sind. Diese Freundschaften werden zufällig generiert zu Kampagnenbeginn oder können sich über die Kampagne zufällig entwickeln. Also wenn zwei Charaktere sich sehr, sehr dicke sind und ein Charakter dann für den einen Hof rekrutiert wird, dass der andere dann freiwillig mitkommt, weil er bei seinem Freund sein möchte. Solche Dynamiken. Das eröffnet komplett neue Möglichkeiten in Kampagnen und könnte sehr interessant sein, wie sich das im Endeffekt ausspielt. Ja. Und ist auf jeden Fall wert, zumindest im Auge zu behalten. Ich will jetzt hier niemanden zwingen, sich das Spiel vorzubestellen. Nein, natürlich Nein, nicht. nein, Aber nein. stell dir dieses Spiel über Amazon, über unseren Affiliate-Link. Es ist noch, glaube ich, noch gar nicht kaufbar. Nein, nein, ist Also. natürlich noch nicht. Also vorbestellbar weiß ich gar nicht, Nee, auch noch aber nicht. Also, auch noch nicht. es Ja. gibt schon eine Steam-Seite, aber noch ist es nicht vorbestellbar. Okay, Und wird auch dann noch mach das lange nicht später. sein. Nee, ich Ja. würde, um persönlich hier ein bisschen Politik reinzubringen, ich würde das jetzt nicht vorbestellen, Ja. weil man davon eigentlich nichts wirklich hat. Das Spiel ist bereits finanziert, also man hilft den Entwicklern nicht wirklich, außer dass man ihnen 3 Monate früher Geld gibt. Ja. Und wenn es sich herausstellen sollte, dass es doch nicht für einen ist, dann hat man Geld rausgeworfen. Also ich würde da einfach abwarten Ich bis zum kenne da so, Release, eine Woche lang ja. gucken und dann kaufen. Ich kenne da so Freunde, die konnten halt immer nicht an sich halten, die mussten es dann sofort vorbestellen. Die waren erst beruhigt, wie sie gesehen haben, okay, bei Amazon steht drin, ist vorbestellt, sobald es auf Lager ist und es ist veröffentlicht, geht's raus. Da waren die beruhigt, dann konnten die wieder ruhig schlafen, aber das ist dann wieder eine andere Geschichte. Also gerade mit Rome 2, auch wenn das jetzt 5 Jahre her ist, aber der Rome 2 Release Oh Gott, 5 Jahre ist, schon. ja, 5 Jahre, Alter. ist immer noch für viele, gerade für Total War-Spieler, ein Begriff. Ja. Auch wenn die Releases danach wesentlich sauberer abliefen, würde ich generell zur Vorsicht bei Vorbestellungen raten, insbesondere bei solchen, die einem eigentlich nichts bringen. Außer man hat das Geld und außer man ist sich sicher, dass es sehr viel Spaß machen wird und dass man auf jeden Fall sein Geld aus dem Spiel wieder einen Wert rausbekommt. Ich will hier auch niemandem davon abraten, vorzubestellen, aber. Nee, natürlich nicht. Klar, deine objektive Meinung dazu. Und ich sag mal so, bei vielen ist da wahrscheinlich sehr viel Emotion auch mit drin. Ich weiß nicht, wie es bei Total War aussieht, aber bei anderen Games kenne ich durchaus Leute, die da schon ganz nervös sind, sagen wir es mal so. Gut. Haben wir dazu, glaube ich, alles gesagt? Oder Georg, hast du noch eine Anmerkung Nee, ich habe zu jetzt keine Total War? Anmerkungen mehr. Perfekt. Nee, aber es ist gut. Melde dich ruhig zwischendrin, sonst entsteht da ein bisschen ein Dialog, das ist ganz gut, weil ich nicht dabei war. Ich kann dazu relativ wenig sagen. Ich glaube, das ist die erste Folge, wo ich relativ wenig sage. Gut, dann gehen wir mal zum nächsten Game. Das war ja, glaube ich, Anno, was du auch noch angeguckt hast. Das ist richtig. Anno bildet zusammen mit den zuersten beiden genannten meine persönlichen Favoriten von der Gamescom, die ich mitgenommen habe. Zumindest an neuen Spielen, die noch rauskommen werden. Anno 1800, ganz kurzes Breakdown. Man spielt in einer Inselwelt im 19. Jahrhundert, baut sich seine Siedlung auf, beginnt mit Bauern, die werden dann zu Arbeitern, die werden dann zu Ingenieuren und so weiter. 19. Jahrhundert, interessante Zeitperiode, man hat die industrielle Revolution, das bedeutet, man hat insbesondere auch eine Urbanisierung. Man hat zu Beginn, hat man, und die ist auch im Spiel sehr schön dargestellt, man hat zu Beginn so ein kleines Farmerdorf mit Bauernhöfen und mit Farmern und mit Strohhütten. Und sobald Arbeiter kommen, würden da auf einmal Ziegelhäuser stehen und man baut Fabriken mit Schornsteinen und Abgasen und allem. Ist es sehr atmosphärisch. Generell, grafisch und soundqualitativ wieder top. Also für ein Anno-Spiel sieht es sehr gut aus. Wird auch von der Anno-Reihe in einem gewissen Maße erwartet. Die steht dazu, dass sie schön aussieht und sich gut anhört. Vom Spielgefühl, wer 14.4 mochte, wird 14.4 bekommen. Anno 1800 spielt sich sehr, sehr stark wie 14.04. Was auch von den Developern im Vorfeld angekündigt wurde, da sowohl 2070 als auch 2205 ihre berechtigte Kritik bekommen haben. Ich persönlich habe 2070 sehr genossen, aber es hatte gegenüber 14.4 einige Schwachpunkte. Und 20 und 2205 ist ein Spiel, über das ich. Es war gut, aber ich fand es nicht so schön und also gemessen an einem anderen Spiel fand ich es nicht so gut. Um es mal ganz elitär zu sagen. Okay. Also es war gut, aber kein gutes Anno in meinen Augen. Allerdings hatten sowohl 2070 als auch 2205 ein paar Mechaniken, die auch in 1800 wiederkehren werden. Zum Beispiel von 2205 hat zum ersten Mal eingeführt, dass man Gebäude, statt sie abreißen zu müssen, wenn man den Bauplatz braucht, man kann sie verlegen. Das heißt, man zahlt ein bisschen Geld und kann dann Gebäude einfach verschieben, ohne sie neu bauen zu müssen. Was sehr angenehm ist, insbesondere wenn man Oh ja. Wohnhäuser verschieben will, die an sich bereits hoch ausgebaut sind. Das heißt, muss sich zu Beginn des Spiels weniger Gedanken machen, welchen Bauplatz man freilassen muss, um da später ein großes Gebäude hinzuklatschen. Was sehr Ah. angenehm zur Stadtplanung ist, denn man
es ermöglicht impulsivere Städtebauen und lebendigeres, in Anführungszeichen, Städtebauen. Das heißt, die Städte wachsen organisch. Und wenn man einen Platz braucht, dann räumt man halt was frei als Spieler. Anstatt dass man bereits zu Beginn sich denkt, hier muss ich 4x4 freilassen, weil da kommt später ein Medienturm hin. Oder so. Es ist, hat sich, also die Mechanik ist übernommen worden von 2005, was ich sehr begrüßt habe. Und was ich in der Gameplay-Demo auch aktiv genutzt habe, das Umlegen von Gebäuden. Zeitgleich, Fisch als normales Grundnahrungsbedürfnis ist immer noch da, weil es ist Anno. Fisch ist Grundnahrungsmittel. Punkt. Ja. Schiffe gab es Segelschiffe und Dampfschiffe. Also zum ersten Mal wird Wind auch eine wirkliche Rolle in einem Anno-Spiel spielen. Das heißt, mit dem Wind ist man wesentlich schneller als Dampfschiffe, aber Dampfschiffe sind gegen den Wind schneller als Segelschiffe und haben da diese Dynamik quasi. Dass gute Spieler quasi mit Segelschiffen arbeiten können, weil sie wissen, wie man den Wind am besten ausnutzt, und Spieler, die sich damit nicht auseinandersetzen wollen, bauen halt Dampfschiffe, weil das ist ein guter Allrounder. Das dazu. Neue Mechaniken. Ich habe darüber ja auch bereits einen Artikel geschrieben, was ich da so, was ich da in Anno 1800, was man da so erwarten kann. Genau, Sonst neue verlinken wir Mechaniken natürlich auch mal. können wir machen. Neue Mechaniken sind Städteschönheit, also dass man eben, um Touristen anzulocken, hat man eben Städteschönheit. Das bedeutet, es gibt eine quantitative Mechanik, die misst, wie attraktiv deine Stadt ist. Da fallen dann so Sachen rein, wie viele Ornamente machst du, wie viel Verschmutzung ist auf der Insel durch Fabriken oder so weiter, wie viel Na unberührte Natur ist noch auf der Insel, was für Prunkbauten sind da, und alles Mögliche fließt da rein. Das heißt, zum ersten Mal sind die Leute, die eine schöne Stadt bauen wollen und wirklich Ornamente platzieren und die Platz lassen, obwohl es eigentlich nicht effizient ist, einfach damit die Stadt schöner aussieht. Zum ersten Mal werden diese belohnt. Zeitgleich werden Spieler, denen es nur um Effizienz geht, werden durch diese Mechanik nicht bestraft. Ich finde, das ist eine sehr schöne Mechanik, weil sie neue Spielmöglichkeiten eröffnet, ohne zeitgleich alte Spielmöglichkeiten zu schließen. Deswegen wollte ich die hier nochmal erwähnen, was mich an Anno 1809 auch sehr, sehr gefreut hat, das so zu sehen. Die KI baut Sehr wieder schön. normale Inseln. Also besiedelt wieder wie der Spieler selber, deswegen sagte ich auch, wie 1404 quasi. Und generell spielt es sich sehr angenehm und sehr fließend. Man hat wieder sein schnelles Baumenü, das ist jetzt nicht mehr unten rechts, sondern es ist unten in der Mitte quasi, wo man bauen kann. Man hat das Schnellmenü, auf dem rechten Mauszeiger wird dann ein radiales Menü geöffnet, in dem man quasi schnell auswählen kann, was man bauen möchte. Und man kann auch wieder, das hat mich auch sehr gefreut, man kann wieder Hafenanlagen ausgiebig bauen. Das heißt, man kann Okay. Piers bauen und Anlegestellen bauen und Kräne bauen und auch ästhetische Hafenobjekte bauen, die keinen Sinn haben, sondern einfach nur schön im Hafen aussehen. Und zum ersten Mal seit Anno 1404 legen Schiffe wieder aktiv am Landeplatz, an einem Landeplatz an und stehen nicht mehr nur in der Hafenbucht rum, was ich persönlich sehr schön fand, auch wenn es nur eine sehr kleine Änderung ist. Aber ich fand es sehr schön, das so zu sehen. Schön anzusehen, auf jeden Fall, Ich glaube, ich habe es ihr oft schön anzusehen gesagt, und das ist genau mein Fazit zu Anno 1800. Genau, perfekt. Ja, Georg, hast du es dir auch angeschaut, oder? Ich habe da wieder ein Entwicklervideo angeschaut auf dem Kann man Gamescom natürlich Camp. auch so machen, ne? Ja, Und? was ich da noch mitbekommen habe, ist, dass man auch noch die Südstaaten irgendwie erkunden kann, also einen neuen Kontinent, neben den eigentlichen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Oh ja. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Weil es war in der Gameplay-Demo, spielte es keine Rolle. Aber es gibt, das hat man aus Anno 2205 auch übernommen. Und zwar gab es in Anno 2205 das sogenannte Multisessioning. Das heißt, du hattest quasi mehrere Spielwelten nebeneinander, in die du relativ schnell und nahtlos eintauchen konntest. Das heißt, du musstest die kurz laden. Das ging aber 10 Sekunden etwa. Und Okay. konntest dann in der anderen Spielwelt weiterspielen. Und die waren miteinander verknüpft über Handelsrouten zwischen diesen Spielwelten. Und das wird wieder da sein. Allerdings wurde bereits angekündigt, dass es dem Spieler nicht aufgezwungen wird. Das heißt, der Spieler kann sich aussuchen, entweder geht er früh in diese anderen Spielwelten und erkundet viel. Das ist eben diese Südstaaten-Expedition so weiter, dass man quasi sich ein bisschen durch die Welt bewegt. Oder aber der Spieler sagt sich, ich baue erstmal hier meine Welt aus und gehe dann erst in die anderen Welten rein und guck, was da so ist. Ja. Diese Optionen sollen beide da sein. Was ich aber auch sehr schön fand, dass man Das ist nett, versucht auf jeden quasi Fall. die Mechaniken aus anderen Spielen so gut es geht zu integrieren, ohne den Spielern damit Spielmöglichkeiten wegzunehmen. Was ich sehr schön fand. Weil in Anno 2205 musstest du in andere Welten, um deine Bevölkerung weiterzuentwickeln. Weil dort nur
Ressourcen waren, wie zum Beispiel Polymere und so weiter, die du brauchtest, ganz dringend, um Gebäude zu bauen. Das klingt doch echt spannend. Jo, gut. Dann glaube ich, hat man so anno alles gesagt. Ach ja, Release fehlt ja noch, genau. 26. 26. Februar. Richtig, genau, 2019. Also Anfang 2019, direkt zu den Semesterferien. Perfekt, oder? Genau. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir schon mal zum nächsten Game. Genau. Nächstes Game. Tropico 6 war in Halle Ah. 8. Habe ich gesehen, dass ich von Ori weggegangen bin, dass es da auch ist. Da waren so, keine Ahnung, 10 Stationen, in denen man spielen konnte. Ja, was gibt's da zu sagen? Spielt sich sehr angenehm, spielt sich wie Tropico. Das klingt jetzt erstmal dumm, aber es fühlt sich Es sehr ist ein Tropico an. Es ist ein Tropico. Tropico, es soll sich wie Tropico Ja, anfühlen. Also genau. man hat die karibische Musik, oder generell die fröhliche Musik und man hat die stumpfen Akzente. Die Mission, die man gespielt hat, war die, in der El Presidente, also der Hauptcharakter, den man selber spielt, das Der war die fiktive Mission, Diktator halt. genau. Ja. Demokratisch gewählter Repräsentant der Bevölkerung Tropicos natürlich. Ja. Es war die Mission, in der er Penultimo getroffen hat, seinen treuen Berater, der einen durch Tropico 5 das ganze Spiel durch begleitet und die loyale rechte Hand ist. Und in der Mission war man quasi. Und man spielt eben zu Beginn der Kolonialzeit, also es wird wieder etwa in denselben Zeitrahmen haben wie Tropico 5 und eher Gameplay-Änderungen als eine komplett neue Epoche zu erkunden. Was aber auch sehr interessant sein kann. Neu waren andere Inseln, also abseits von Tropico gibt es jetzt auch noch mehrere, zumindest gab es in der Mission mehrere andere Inseln, die man auch besiedeln konnte, was ich sehr interessant fand. Das hat was Anno-mäßiges, ohne sich auf die Handelsrouten zwischen Inseln zu fokussieren, aber einfach nur, dass man die Möglichkeit hatte, andere Inseln noch auch auszunutzen. Hat dem Ganzen ein bisschen, man hat das Gefühl, man war eine Inselrepublik einfach. Es war sehr angenehm, dass man quasi seine Produktion von Kokosnüssen, die kamen von einer anderen Inseln, und Gold war auf der dritten Insel, da konnte man dann eine Piratenhöhle bauen und das Gold wegschmuggeln, damit die Krone davon nichts bekommt, weil man möchte ja der Krone kein Gold geben, das geht ja nicht. Ansonsten, das generelle Gameplay hat sich nicht verändert. Muss es Ja. auch nicht, meiner Meinung nach. Ein Nachteil, die Grafik ist schön, bis man ranzoomt. Also es ist Dann fehlt. trotzdem schön anzusehen. Es ist schön anzusehen, Ja. aber ich weiß nicht, ob die Grafik 2018 bzw. 2019 gerecht wird. Es Okay. wirkt grafisch das bisschen matschiger, was es eher nach 2013 aussehen lässt. Das ist jetzt nicht super schlecht, aber je nachdem, mit was für einer Erwartungshaltung man reingeht, Genau. könnte man enttäuscht werden. Es Also ist halt es ist immer die noch gute Unreal Grafik. Engine 4, muss man dazu sagen. Und ja. Also es ist immer noch keine schlechte Grafik. Ich finde, es sieht auch sehr gut aus. Aber ich wollte nur als öffentliche Ankündigung hier: Es ist nicht die High-End-Super-Grafik von einem Battlefield zum Beispiel, in Gesichtstexturen und so weiter. Also man muss Ja, gut, sehr, das sehr nah kommt von ransehen. Calypso, Ja, also. ich weiß, man muss sehr nah ranzoomen, um diese Ne? Abstriche zu finden, aber sie sind halt Ja. da. Ja. Auf der anderen Seite, wenn ich sowas zocke, ich meine, das ist natürlich dann doch nochmal was anderes, wie wenn ich jetzt Battlefield spiele. Aber Das gut. ist wahr. Aber es gibt natürlich Leute, die gehen genau mit dieser Erwartung daran und sagen, oh, was ist denn das für eine Grafik? Ja, aber Leute, auch ja. Anno 1800 war grafisch etwas feiner. Ausgereifter oder Genau. ausgefeilter. Während Tropico wirkt halt, das wirkte Tropico aber schon immer, muss man hier dazu sagen. Tropico wirkte immer etwas roher und das ist auch Teil des Charmes vom Spiel. Ja. Aber es ist eben da. Also wenn man mit der Erwartung von Anno-Grafiken oder Total War-Grafiken an dieses Spiel rangeht, wird man enttäuscht werden. Ansonsten ist es wunderschön und ich denke, ich würde es mir auch Fans holen. werden es lieben, Fans werden wahrscheinlich. es lieben. Genau. Gut, das können wir mal als Fazit so stehen lassen. Q3 2018 steht hier. Also das ist wahrscheinlich, ist es schon released? Nee. Soweit ich weiß, ist 2019. Okay, bei der GameStar steht 2018. Ja, das Kennt steht bei euch. der GameStar, wenn die das Release-Date nicht kennen, aber Ja. Steam sagt Januar 2019. Ah, das ist richtig, Leute. Dann glauben wir das mal. Gut. Okay, dann würde ich sagen, du warst ja auch bei Battlefield. Das ist richtig, ich habe es ja vorhin angesprochen.
Genau. Battlefield 5 hatte einen sehr kontroversen Trailer, also sehr, sehr kontrovers das ganze Ding. Das Problem ist, da wurde ja eine Frau gezeigt, die hatte eine Prothese und das hat für sehr viel Aufschrei in der Community gesorgt, weil das ja nicht historisch sei und alles mögliche. Darüber kann man ewig lang diskutieren. Viel wichtiger ist, im Spiel selber bemerkt man das gar nicht. Ja. Im Spiel hast du, also du siehst, kriegst nicht mit, wenn dein Gegenüber eine Frau ist oder nicht. Ich habe zwei Runden gespielt. In beiden waren meine Gegenüber irgendwelche maskierten, behelmten Soldaten, Ja. die sonst nicht weiter. Vielleicht hatte einer eine Prothese, aber es fällt nicht auf. Also im Spiel, der größte kontroverse Punkt des Spiels fällt überhaupt nicht auf. Und spieltechnisch wirkt es wie Battlefield 1, nur mit mehr automatischen Gewehren. Und das ist alles. Viel mehr lässt Ja, sich gut. dazu auch gar nicht sagen. Es ist eigentlich mechanisch und vom Prinzip her ist es Battlefield 1. Also die Wege, die Art, wie Fahrzeuge funktionieren, immer, also dass sie jetzt außerhalb von der Karte spawnen, dass man sich quasi beim Spawn reinsetzt und dann eine eigene Fahrzeugklasse bekommt, ist immer noch so. Das Klassenanpasssystem ist genauso wie in Battlefield 1. Die Karten sind jetzt eben aus Battlefield 5. Also wir haben in Norwegen gespielt, um so ein kleines Dorf rum mit einer Eisenbahn und so weiter. Und es gibt auch andere Fahrzeuge als die alten schwerfälligen Erster Weltkriegspanzer, hat man jetzt halt schnellere Fahrzeuge und bessere Panzer. Aber bis auf die Bewaffnung ist der Rest vom Spiel sehr wie Battlefield 1 gehalten und Leute, die Battlefield 1 mochten, werden Battlefield 5 allerhöchstens nicht mögen, weil es eben eine Wiederholung von Battlefield 1 ist in diesen Punkten. Und das Ja gut, aber andere viel Maps ist ja auch beworbene, schon mal ein Argument. ja. Aber das viel beworbene und hochkontroverse Customization-Feature, dass man eben seinen eigenen Charakter baut, man sieht es im Gefecht gar nicht. Man sieht es am Ende des Gefechts, wenn dann die Helden, wenn man die MVPs zeigt, also die besten Spieler der Runde, die werden dann ohne Ja. Helm präsentiert quasi, dass man auch den Charaktereditor in seiner Fülle sehen kann. Aber davor sieht man das nicht und deswegen spielt es meiner Meinung nach auch keine wirkliche Rolle und ist Ich bin der deswegen Meinung, massiv ja, überbewertet wird. ja auch übermäßig angemacht Priesen wurde. worden als, Ja. nee, nicht angepriesen, es wurde ja richtig in Grund und Boden gebrüllt teilweise. Ach so, Zumindest ja gut. von der vokalen und sehr lauten Minderheit des Spiels. Ja, ich muss ehrlich sagen, wenn ich sowas haben möchte, dann müsste DICE mal wieder mit EA zusammen irgendwie einen Comic-Shooter wie Battlefield Heroes oder sowas rausbringen. Dann kann man sagen, okay, dann customized euch wieder mal bis zum Umfallen, dann könnt ihr wieder ein bisschen Geld machen, dann mit irgendwelchen Klamotten oder so. Aber das ist doch nicht, das ist doch kein normales Battlefield dann, ganz ehrlich. Also ich weiß, ich brauche sowas nicht, aber es gibt bestimmt Leute, die finden sowas mega geil. Und ich glaube, also ich denke mal für mich, ich fand Battlefield 1 echt gut. Muss ich sagen, also es hat mich jetzt doch überzeugt und ich glaube, dann ist das auch für mich was, muss ich ehrlich sagen. Aber allein schon der Fakt, Mensch, du hast andere Maps wieder dazu bekommen und so und ich sag mal so, für jemanden, der dann sagt, hey, es soll sich nicht mehr ganz so viel erstmal verändern, ich will nur ein bisschen eine Abwechslung noch reinbringen, ist es, glaube ich, ganz gut. Und ja, man wird sehen, wie sich das dann entwickelt. Bei Battlefield ist es halt immer so am Anfang, also es flacht dann gerade im Multiplayer immer relativ schnell ab, der ganze Strom am Anfang, alles total überlaufen. Und wenn du jetzt mal Battlefield 1 öffnest und dir die Server anguckst, oh je, Ist da relativ ist leer. ja echt wirklich relativ leer und das ist eigentlich schade, aber es war schon immer so und naja, mal gucken, wie es ankommt. Und würdest du eine Empfehlung aussprechen? Oder sagst du eher, Ich persönlich, also um es hier ganz kurz mal klarzustellen, ich bin nicht der große Battlefield-Fan. Ich kaufe mir Ja. vielleicht, also ich habe drei gespielt, weil es Okay. auf Origin umsonst gab. Access, ja. Und ich habe eins. Und ich habe eins auch gespielt, aber auch nicht übermäßig, weil, wie du es gesagt hast, ich war einer von den Leuten, die es am Anfang viel gespielt haben und dann einfach war die Luft raus und ich habe es nicht mehr gespielt. Für mich persönlich wäre Battlefield 5 nichts, eben weil es grafisch und vom Sounddesign her, ein Freund von mir hat es sehr gut zusammengefasst, es ist eins mit anderen Waffen und anderen Maps. Das Ding ist, nur für andere Waffen, andere Maps würde ich persönlich nicht 60 Euro ausgeben. Das muss jeder für sich wissen. Hardcore-Fans würden das machen und sollten das auch meiner Meinung nach machen. Weil sie kriegen ein Battlefield. Aber für mich ist die Reihe eben mehr wie FIFA, wo man sich alle 3 Jahre mal eins holt. Deswegen würde ich mir persönlich, glaube ich, nicht das neue Battlefield holen. Kommt ja aus der gleichen Firma, muss man dazu sagen. Oh ja. Naja, es ist irgendwie immer so eine Philosophiefrage, wie man das sieht, klar. Aber bei FIFA ist es halt wirklich ganz extrem. Deswegen,
Ich weiß auch nicht, ganz ehrlich, gut, wir haben jetzt hier keinen Redakteur dabei, der FIFA irgendwie zockt und das geil findet und darüber berichtet. Ich glaube, wir hatten auch in keiner Berichterstattung irgendwas über FIFA, aber ich glaube, das stelle ich mir ziemlich langweilig vor, jede Gamescom dann über FIFA zu berichten, weil da tut sich ja noch weniger. Gut, die haben jetzt, glaube ich, noch so neue Karrieremodis eingebaut und solche Sachen, okay. Dazu kann ich zwei Worte verlieren. Also, ja, verlier mal zwei Worte. Weil ich habe ein paar Hardcore-FIFA-Fans in meinem Freundeskreis, die darüber sehr lange und intensiv reden können. Und zwar machen, auch wenn es wie dasselbe Spiel aussieht und beim Zuschauen man sich denkt, das ist dasselbe Spiel wie letztes Jahr, vom Gameplay her wird das regelmäßig, also jedes Jahr, alle zwei, drei Jahre, wird das überholt und werden neue Mechaniken eingeführt, alte rausgenommen. Und quasi das Balancing findet über die neuen Titel statt, was an sich etwas komisch ist und sehr viel Geld gibt. Aber die FIFA hat tatsächlich damit verdient man Geld. Genau, FIFA hat allerdings eine sehr interessante. Nee, die ist nicht besonders groß, aber sie ist sehr hardcore, die Community teilweise. Oh ja. Und dieser harte Kern, dem fallen diese kleinen, nuancierten Änderungen sehr stark auf. Sonst niemandem. Und das ist halt dieser Effekt, den ich bei Battlefield habe und den du bei FIFA jetzt gerade angesprochen hast. Für den Großteil von uns unterscheidet sich das FIFA nicht von dem da, von dem Jahr davor. Aber eben all diese, aber eben für diese anscheinend nicht super kleine, aber für die zahlende Bevölkerung quasi, für die Hardcore-Fans, sind da schon tatsächlich sehr interessante Gameplay-Änderungen drin, wie Dribbeln funktioniert, wie Flanken funktionieren und so weiter. Genau, und vor allem jetzt auch für den E-Sport-Bereich ist natürlich FIFA mittlerweile auch hochinteressant. Die ganzen Bundesliga-Vereine, die platzieren sich da jetzt auch schon. Darüber wird wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten Geld generiert. Klar, natürlich über den klassischen Fußball auch weiterhin. Klar, die Bundesliga wird es deswegen auch weiterhin geben. Aber es gibt halt eben auch diverse Stars, muss man wirklich sagen, auch im deutschen Bereich von den großen Vereinen, die jetzt auch E-Sport-Mannschaften haben, die auch wirklich was reißen. Klar, im internationalen Vergleich braucht man nicht drüber reden, da ist Deutschland noch ziemlich weit hinten. Aber es wird was getan und das muss man auch honorieren, das ist gut. Und es gab auch einige, die halt eben dann auf der Gamescom natürlich sich präsentiert haben, klar, bei der ESL zum Beispiel. Jo, gut, so viel zu EA und Battlefield, glaube ich. Oder wollt ihr noch irgendwas anmerken? Noch nicht, ich würde nachher nochmal zu der ESL zurückkommen. Aber ja, gerne, erstmal gerne. Da können wir uns dann nochmal drüber unterhalten. Georg, Battlefield hast du nicht verfolgt, oder? Nee, habe ich nicht. Fandst du jetzt nicht so interessant? Ich habe zwar ein paar Änderungen im Vorfeld, dass man jetzt irgendwie Sandsäcke aufbauen kann, dass man Sachen reparieren kann, dass die Gebäudezerstörung jetzt noch dynamischer ist, dass man jetzt noch mehr von Gebäuden zerstören kann, dass man die jetzt komplett anscheinend. Da muss ich jetzt ganz kurz reingrätschen. Das habe ich tatsächlich vergessen zu erwähnen. Man kann jetzt, also Gebäudezerstörung ist noch dynamischer, das fällt vielleicht ein bisschen auf, aber das ist jetzt nicht der super Selling Point. Aber ein Punkt, in dem sich Battlefield 5 tatsächlich von 1 unterscheidet, man kann jetzt als gewöhnlicher Soldat Barrieren und Barrikaden errichten und quasi in Häuserruinen sich wieder neu verschanzen und die wieder aufbauen teilweise. Also man baut nicht das Haus wieder auf, aber man baut Barrikaden auf und Sandsäcke auf, die man platzieren kann. Oder so Holzbretter vor den Fenstern, was ich auch gesehen habe. Das ist cool. Das ist da. Ich habe es in der Gameplay-Demo nicht wirklich benutzt, weil diese Holzbretter genauso schnell, wie sie da sind, sind sie wieder weggeschossen. Oh ja, das glaub Aber ich. Das ist sehr wichtig, dass Georg das sagt, weil ich wollte das jetzt auf keinen Fall vergessen zu erwähnen, weil das ein sehr wichtiges Feature von Battlefield 5 ist, was irgendwie sehr schnell unter das Radar fällt, aber was sehr wichtig ist. Das wird sich dann, denke ich, erst rausstellen, ob sich das bewährt. Aber wie du sagst, die Bretter sind ruckzuck wieder weggeschossen und ich weiß nicht. Also klar, wenn ich jetzt irgendwo außerhalb bin, könnte es vielleicht taktisch sinnvoll sein, wieder zuzunageln sozusagen. Aber ich aktuell, das muss man, wie gesagt, dann mal sehen, wie sich das im Gameplay dann bewährt, die ganze Geschichte. Ist aber auf jeden Fall sehr wichtig, dass Georg das erwähnt hat, weil ich hatte es vergessen. Ja, dafür seid ihr zu zweit. Das ist ganz gut. So, dann glaube ich, kommen wir auch schon zum nächsten Game. Genau. Wir bleiben in Halle 6, wir gehen aber jetzt zum anderen Publisher. Wir gehen jetzt zu Ubisoft. Ubisoft ist angetreten mit unter anderem, also mit Anno 1800, da waren wir bereits. Ja. Und jetzt möchte ich euch mit zu Assassin's Creed Odyssey mit reinnehmen. Ja. Wahrscheinlich ein Assassin's Creed wieder, oder?
Jein. Also Einfach Assassin's Creed hat die. sich ja mit Origins neu erfunden und gesagt, die machen uns jetzt zu einem normalen RPG, wie wir es kennen, mit Waffenstats und mit ganz vielen verschiedenen Waffen und mit wirklich offener Welt und Sidequests mit eigenen Stories und so weiter, die teilweise schon da waren, aber die nochmal in Origins vertieft wurden. Und Odyssey nimmt Origins und nimmt das Kampfsystem von Origins und macht es leichter. Es hat sich nicht mehr wie in Assassin's Creed angefühlt, um ehrlich zu sein. Also, Okay. ich weiß nicht, weil der kennt, wenn man weit zurückgeht und ganz weit ausholt, war Assassin's Creed früher mal, du schleichst rum und bringst ein Ziel um. Und dann bringst du alle Wachen um, weil das Kampfsystem zu einfach ist und niemand dich wirklich töten kann. Mit Origins ist das etwas umgebaut worden, dass du quasi deine offene Welt hast und quasi tun kannst, was du willst, aber du warst immer noch dein Assassine mit Mütze und allem. Und Odyssey ist in der Hinsicht etwas komisch. Es wirkt mehr wie Black Flag in der Hinsicht. Black Flag war ja auch eher ein Piratensimulator als Assassin's Creed und ist generell in der Community als solches angesehen. Und Odyssey ist eher der Söldnersimulator in einem etwas romantisierten Peloponnesischen Krieg, also in der griechischen Welt und Athen, Sparta gehen sich an die Gurgel. Und eher in einem romantisierten Peloponnesischen Krieg ist man eher ein Söldner und es fühlt sich weniger wie ein Assassin's Creed an, weil Schleichen ist jetzt an den Stat gebunden, das heißt, man muss wirklich, wenn du rumschleichen möchtest, musst du wirklich auf Schleichen als Skill setzen. Und wenn du aber kämpfen willst, dann holst du dir Rüstung und so weiter und dann wird dein Schleichen, also die Schleichfähigkeit, ist dann bei dir so niedrig, dass du sofort entdeckt wirst, weswegen du nicht mehr wirklich schleichen kannst, sondern einfach dann mit gezogenem Schwert reinrennen musst und alle umlegst. Zeitgleich, Kampfsystem fand ich in Origins sehr gut gelungen. Es war wesentlich tiefgreifender als das in den vorherigen Teilen. Unity hat, trotz aller Kontroverse, haben die damit begonnen, dass es etwas schwerer wurde, Gegner einfach umzubringen in einem Schlag. Und Origins hat darauf aufgebaut. Odyssey hat das vom Gefühl her wieder abgebaut, denn du hast deinen Bogen, der nicht wirklich viel Schaden macht, außer du triffst in den Kopf. Und sonst hast du dein Schild und Schwert. Und Schwertkampf lässt sich jetzt zumindest aus dem, was ich gespielt habe, auf zwei Regeln hinunterbrechen. Erstens schwerer Schlag, um die Verteidigung zu brechen und danach ganz viele schnelle Schläge, bis der Gegner tot umfällt. Bei größeren Gegnern machst du das halt mehrfach. Aber im Endeffekt bleibt es gleich. Das heißt, das Kampfsystem wird wieder etwas vereinfacht, was etwas Schwierigkeit aus dem Spiel rausnimmt und was die Änderung des Kampfsystems wieder obsolet macht. Denn dieses Kampfsystem wurde überhaupt geändert, um das Spiel schwerer zu machen, weil das alte Kampfsystem zu leicht war und es dem Spieler ermöglicht hat, 1000 Gegner nacheinander einfach umzulegen. Und in die Richtung kehrt man wieder zurück, nur mit einem neueren Kampfsystem, was sich anfühlt wie ein RPG-Kampfsystem von Witcher zum Beispiel, die nicht, und Witcher ist nicht berühmt dafür, ein gutes und intuitives Kampfsystem zu haben. Und da sehe ich einen großen Schwachpunkt. Ein anderer, ich weiß nicht, ob das an der Gameplay-Demo auf der Gamescom lag, aber ich muss es auf jeden Fall erwähnen. Bei mir persönlich an meiner Konsole, an der ich Assassin's Creed gespielt habe, war die Bodentextur nicht vollständig gerendert. Das heißt, ich habe auf grün-gelbem Matsch gespielt. Sehr Mit gut. Mittel. Wow. Da waren zwar hochdetaillierte Grastexturen und Grasbüschel waren da, aber die Ja. Grundtextur war nicht fertig gerendert und das sah nicht gut aus. Na. Und ich möchte das hier auf jeden Fall erwähnen. Denn es hat tatsächlich, auch wenn man es nicht glauben mag, hat das sehr, sehr starke Auswirkungen aufs Spielgefühl gehabt. Denn die hochdetaillierten Charaktere sehen auf dieser Bodentextur einfach nicht mehr gut aus. Die sehen komplett in einem falschen, sieht aus wie ein falscher Film. Und fühlt sich auch wie ein falscher Film. Also Assassin's Creed Odyssey, ich gebe mal 5 von 10. Okay. Ja gut. So, und ich werde es mir auf jeden Fall nochmal angucken, wenn es released ist. Ja. Einfach um zu schauen, ob ich falsch lag jetzt mit dem, was ich jetzt hier gesagt habe. Aber ich fand es nicht super. Also ich fand es auch nicht überzeugend auf der Gamescom. Also man kann wahrscheinlich jetzt anhand dessen noch gar nicht so wirklich eine Empfehlung, aber auch keine, man kann auch noch nicht abraten sozusagen. Also das wird sich noch Ich zeigen. würde gerne abraten, aber ich bin Ja. in der Hinsicht sehr vorsichtig, bevor ich jetzt jemandem Ja. abrate und damit dann Leute und damit jetzt falsch liege, möchte ich deswegen etwas. Ich Ja. möchte neutraler bleiben. Ich möchte jetzt weder das eine noch das andere aussprechen, aber Genau. ich tendiere eher zum Abraten. Ja. Aber ich gucke mir das nochmal nach Release an und werde dann auch mal meine finale Meinung dazu zumindest mir bilden. Vielleicht werde ich darüber dann noch schreiben. Ja. Vom Release sprechend, 27. Oktober. Ah ja, genau.
Moment. Nee, nicht 27. Oktober. 5. oder? Release 5. Oktober, genau. Das war mein Fehler. Ich habe mir das Falsche aufgeschrieben. Ja gut, schauen wir doch mal. Viel Zeit haben sie jetzt nicht mehr, Das wenn ist da noch richtig. eklatante Fehler drin sind ja, mal gucken. Wir werden sehen. Es ist halt auch So. Ubisoft. Es ist auch Ubisoft, muss man hier erwähnen. Genau, so viel zu Assassin's Creed Odyssey. Man hört mir rausgehört, ich war jetzt nicht wirklich überzeugt von dem Spiel. Und da bringt es aber auch nichts, Begeisterung rüberzubringen. Um hier ein paar positive Punkte anzubringen: Sie haben neue Spielmodi. Du hast quasi wieder wie in Assassin's Creed 4 deine Inselwelt, in der du mit dem Schiff rumfährst und quasi primär auf dem Schiff unterwegs bist. Wer das in Assassin's Creed 4 mochte, wird es auch wieder in Odyssey mögen. Also ich persönlich habe in Assassin's Creed 4 das mit dem Schiff rumfahren, habe ich richtig genossen. Das war auch das Beste irgendwie am Spiel. Es war das Beste am Spiel. Also das wird wieder da sein. Man hat wieder zwei Parteien, in diesem Fall Athen und Sparta, die sich auf der See an die Gurgel gehen. Du kannst da wieder eingreifen und so weiter. Das ist da. Man hat Inselwelten, man hat eine neue Mechanik, man hat, indem man die Inselwelten, die sind umstritten zwischen Athen und Sparta, und du kannst sowohl der einen Seite als auch der anderen Seite helfen, die Insel komplett zu übernehmen. Das ist neu, das ist sehr interessant, dass du dir quasi deinen eigenen Weg suchst. Und ich finde es gut, dass es da ist und dass du dir quasi als Spieler selber sagen kannst, ich will das machen, ich will das machen. Es ist eine sehr offene Welt und sie ist auch sehr non-linear, was ich sehr gut finde und was auch sehr gut funktionieren kann. Und meine Kritik ist jetzt komplett aufs Gameplay bezogen und nicht auf die Story oder die Welt an sich, die ich an sich mich sehr, sehr schön finde. Und ich wollte das hier nochmal kurz als ausgleichenden Punkt erwähnen, bevor wir fortschreiten. Genau. Ja, wir werden sehen. Mal gucken. Falls ihr unseren Podcast vielleicht später hört und ihr habt es euch schon gekauft, dann könnt ihr auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare packen. Oder vielleicht war von euch sogar jemand auf der Gamescom. Das gilt natürlich für alle Games, die wir hier besprechen oder auch nicht besprechen. Dann packt mal eure Meinung in die Kommentare. Gucken wir uns natürlich gerne mal an. Und das ist immer ganz interessant, wie andere Leute das dann empfinden, das Ganze. Weil der eine stört sich mehr an dem Punkt, der andere an dem. Ja, das ist immer ganz interessant. Gut, ich glaube, game-technisch sind wir schon fast durch, oder? Oder hast du noch irgendwas im Petto, wo du sagst, da müssen wir unbedingt mal drüber reden? Ja, das ist mir vorhin eingefallen. Es steht nicht auf unserer Agenda hier drauf. Und Aber meine gut, wir Stimme sind verlässt mich flexibel. auch gerade. Es ist mir gerade wieder eingefallen. Ich habe Skull & Bones angespielt. Ah. Weil wir haben gerade über Assassin's Creed 4 gesprochen, beziehungsweise am Rande habe ich es erwähnt. Ja. Und Skull & Bones ist quasi der Seeteil von Assassin's Creed 4 mit mehr Tiefe im Multiplayer. Ah. Ich habe das mit drei Freunden angespielt. Das heißt, jeder hatte sein eigenes Schiff. Wir waren in der Gruppe unterwegs, haben gegen andere Spieler gekämpft, die alle da mit uns in der Bude saßen, haben gegen NPCs gekämpft. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Atmosphärisch war es sehr schön. Man hatte quasi seine drei Schiffsklassen. Man hatte ein Schiff, das besonders mit einer Ramme ausgestattet war und sehr gut Rammangriff hatte. Und dann hat man ein Schiff, was sehr mobil war und nach vorne sehr viel Schaden machen konnte mit Explosivgeschossen und Streugeschossen. Und dann hatte man die Standardfregatte, die super starke Breitseiten abgeben kann. Balancing-technisch fand ich es noch nicht super überragend. Die Fregatte war viel zu stark und hat alles andere einfach weggeholt, weil sie hatte mehr Lebenspunkte, sie hatte mehr Kanonen, sie war in der Breitseite unbesiegbar. Aber vom Spaßfaktor fand ich es sehr, sehr schön. Also wem Assassin's Creed 4 Spaß gemacht hat, weil es ein Piratenspiel war, in dem man sein eigenes Schiff hatte und rumfährt. Und wer es gerne im Multiplayer hätte, weil man es da mit anderen Spielern spielen kann. Und auch mit den eigenen Freunden spielen kann. Und rumfahren kann, die See unsicher machen kann, Schätze auf Inseln ausgraben kann und so weiter. Dem würde ich Skull and Bones auf die Liste setzen, die er sich mal anschauen könnte. Ich nicht zwingend jetzt kaufen, aber es ist auf jeden Fall wert Eine im Blick zu Empfehlung, behalten. ja. Genau. Weil es hat Genau. das Potenzial, zum Beispiel zu großen Flottenkämpfen, dass quasi eine Gruppe an Spielern, keine Ahnung, fünf große Schiffe gegen andere fünf große Schiffe kämpfen. Und es hat persönlich vom Gameplay, mir hat die kurze Gameplay-Demo, wir hatten so 20 Minuten, die hat mir persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und das ist so ein, ich sag mal, das ist der Geheimtipp von der Gamescom. Also mein Geheimtipp, auch wenn es von Hatte ich Ubisoft jetzt ist und auch nicht deswegen so ganz auf groß dem ist. Schirm, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber so, Ja, was ich gerade wir. gesehen habe, klingt interessant auch und was du erzählt hast.
Also es ist auch, obwohl es bei Ubisoft ausgestellt ist und damit eigentlich sehr präsent, war der Stand ein bisschen mehr am Rand. Hatte auch nicht eine super lange Schlange. Aber es ist so, auch im Freundeskreis war das sehr, sehr beliebt mit den Leuten, mit denen ich da war. Und so ein bisschen der Geheimtipp von der Gamescom. Und wenn man mal, keine Ahnung, 60 € auf der Kante hat, von denen man nicht weiß, wie man sie ausgeben möchte, und ich komme auf Assassin's Creed 4 wieder zurück, weil das ist die beste Analogie, die mir eingefallen ist. Ja. Und das Segeln in Assassin's Creed 4 am besten fand, und der es auch richtig genossen hatte und das gerne mal hätte mit einem Multiplayer, der sollte sich dieses Spiel auf jeden Fall mal anschauen. Und zumindest einen Blick kann nicht schaden. Ob man sich kauft, bleibt dann jedem überlassen. Aber ich wollte es jetzt hier nicht unerwähnt lassen. Release Date ist 2019. Ich glaube, ein genauerer steht noch nicht fest. Ich habe auch gerade nichts gefunden. Nee, also 2019, mal gucken, wann das kommt. Und Jo, ja, 2019. Publisher Ubisoft. Gucken wir mal. Und Plattform auch vielleicht noch interessant: PC, PS4 und Xbox. Also da ist man dann auch ein bisschen flexibler noch. Genau. Genau, und zu dem Spiel möchte ich wieder nochmal was anmerken, Gerne doch. weil mir da jetzt gerade nochmal was eingefallen ist, gameplay-technisch. Du kannst andere zum Beispiel, also entern und kannst die Flagge nehmen. Und das ist ganz interessant, weil du kannst dir dann auch Flaggen von NPCs nehmen. Und dafür wirst du dann bei anderen Spielern dann als NPC angezeigt. Und du kannst dich auch so verhalten und dann irgendwann greifst du die halt an und die merken, oh fuck, für einen NPC verhält er sich aber ganz schön komisch. Warum ist er jetzt so aggressiv? Sehr Oha. cool. Also das fand ich auch ganz geil irgendwie. Ja. Finde ich auch Also, interessant, ja. das ist so ein Ich. ganz normal. Du denkst, Achso. das ist ein NPC und auf einmal ist er so extrem stark und aggressiv. Ich lese übrigens auch gerade, das wird von Ubisoft Singapur entwickelt Ja. und es hat tatsächlich die Inspiration von den Seeschlachten von Assassin's Creed 4 Black Flag genommen. Das heißt, der Vergleich ist auch sehr angebracht in der Hinsicht, weil das ist genau die Inspiration dafür, nur halt in detailreicher und in tiefer und in Multiplayer. Und Genau, wer das nochmal mochte, wer Black Flag extrahiert. gespielt hat und sich gesagt hat, das will ich im Multiplayer haben, der wird dieses Spiel wirklich mögen. Hört sich auf jeden Fall interessant an. Ja. Also, es steht tatsächlich auf meiner Wunschliste, weil ich habe die Seeschlacht an Black Flag sehr genossen. Oh ja. Also das war wirklich an dem Spiel das Beste. So storytechnisch fand ich das Spiel nicht so toll irgendwie. Ja, der Hauptcharakter, der dann von Anfang an irgendwie schon ein besserer Assassine war als jeder Assassine in dem verdammten Spiel. Ja. Das fand ich irgendwie als Story so. Aber es war ein gutes Piratenspiel. Sogar eins der besten, was in der Zeit rausgekommen ist, meiner Meinung nach. Oh ja. So, aber Assassin's Gut. Creed 4 ist jetzt sehr lange draußen bereits. Deswegen, Ja. darüber reden ist jetzt nicht so super interessant. Gut, Skull and Bones abgehakt. Damit bin ich jetzt aber wirklich die Spiele durch von der Gamescom, über die ich gerne reden wollen würde. Genau, dann würde ich sagen, machen wir mal, dass du deine Stimme wieder zurückbekommst. Erstmal einen kurzen Break und gehen mal zum Georg rüber, denn der hat noch Stimme und er hat auch noch ein paar Themen mitgebracht. Erstens mal fand ich es ja wirklich interessant, dass Georg gesagt hat: Mensch, wie ich ihn gefragt habe, Mensch, wie sieht es denn aus mit Akkreditierung für die Gamescom? Nee, brauchst du nicht. Ich gehe aufs Gamescom Camp. Und ich so: Okay, Gamescom Camp, schon mal gehört, klar. Und ich kannte das natürlich auch nur durch die ganzen Social Media Kanäle und die Vermarktung von der Gamescom Messe selbst, also dass es sowas gibt. Und ich fand es gut, dass er es gemacht hat, weil heute kann er uns mal ein bisschen was erzählen. Und ich habe auch, ich glaube, jede Menge Fragen an dich, Georg. Wir haben uns auch im Vorfeld nur ein bisschen kurz darüber unterhalten, was ich auch ganz gut finde, weil dann kannst du das jetzt hier im Tech Talk alles so ein bisschen erzählen. Erstens mal, wie muss man sich das vorstellen? Das ist ein Camp wie bei einem Festival oder wie läuft das denn ab? Genau, also das kann man sich wie so ein Camping wie von so einem Festival vorstellen, auch mit den gleichen Traditionen. Also Bierpong. ja, Bierpong auf jeden Fall. Gab es sehr viele, wo das gespielt haben. Ja. Was auch sehr prominent war, war der Helgeruf. Ah. Auch ganz interessant, der Ursprung von dem Ganzen. Ja. Das ist anscheinend mal, das ist jetzt nicht ganz sicher, aber so ein bisschen Ursprung, Wacken oder so Rock am ein Ring, glaube anderes ich. Rock Rockfest. am Ring ist, Rock glaube ich, Helga. kann. Ja. Genau, da gibt es so verschiedene Versionen davon. Ja. Und die Geschichte ist ja irgendwie, dass da irgendwer mal nach Helge gerufen hat und die anderen Leute dachten, ach, das ist jetzt irgendwie so ein Spruch, der da promotet wird und haben halt mitgerufen. Mitgerufen, ja. Und seitdem ist es auf so Rockfestivals so ein Insider geworden. Ja.
Das ist cool. Ja, und wo ist das dann eigentlich? Ist das unmittelbar neben der Messe oder ist es außerhalb? Muss man da ewig weit fahren oder laufen bis zur Messe? Nee, also es ist relativ nah an der Messe. Das ist extrem cool daran. Also das ist direkt im Jugendpark. Das ist 5 Gehminuten von der Gamescom entfernt, wenn man über die Zoobrücke oben geht. Ah ja. Also das ist direkt diese Brücke, wo am Nordeingang ist. Ah ja, wo man dann runterblicken kann auf den Nordeingang. Genau, Ja. das ist es. Und da brauchst du ungefähr 5 Minuten bis zu dem Zeltplatz. Das ist extrem cool. Und das liegt direkt am Rhein, dieses Camp. Also das ist auch nochmal ein ganz cooles Feeling. Das ist, glaube ich, auch ganz entspannt, weil wenn du dann fertig von der Messe irgendwie heimkommst, also heim in Anführungsstrichen, aufs Camp kommst, sag ich mal, auf den Campingplatz und kannst dich dann schön am Rhein entspannen. Ich glaube, das hat schon was. Das ist schon ein ganz anderes Feeling dann, wie wenn das jetzt irgendwo auf dem platten Beton ist. Oder ist es dort betoniert? Oder ist es Wiese wie auf dem Festival, sag mal, wie jetzt auf Wacken oder Rock am Ring oder Es so? ist größtenteils Wiese. Also vorne der Bereich, weil ganz vorne hast du ja das Jugendzentrum, wo also ein festes Gebäude mit verschiedenen Sachen, wo ich gleich auch nochmal drauf zurückkommen werde. Du hast auch vorne so einen betonierten Basketballplatz, wo du dir auch einen Basketball ausleihen kannst. Und also das wurde auch sehr häufig genutzt. Und das halt insgesamt im vorderen Bereich hast du zum einen die Moderation von GameStar. Und du hast dann quasi von den Veranstaltern selber noch so einen kleinen Pavillon, wo du so Retro-Games anzocken kannst. Ach ja, stimmt, die GameStar ist ja, glaube ich, mit ihrem Stand da mal komplett hingewandert. Also das war auch dieses Jahr so, dass die dann vom Gamescom Camp praktisch übertragen haben und dort ihre Bühne hatten. Ah Genau, ja. die haben dann quasi so nachmittags, abends haben sie dann angefangen, da ihren Livestream zu machen, den man auch auf YouTube nachschauen kann. Und da haben es halt dann auch Entwickler Videos gezeigt, mit Entwicklern gesprochen, was ich auch gesehen habe, dass sie mit Tommy Krottweis, dem Erfinder von Bernd das Brot, Könnte man auch eventuell kennen. könnte man kennen, echt sympathischer Kerl. Auf jeden Fall. Genau, den haben es da auch interviewt. Ja. Und das ganze Setting war ganz cool, weil du hast es halt am Abend, hast du halt du bist von der Messe gekommen, hast du dann noch so ein paar Entwicklervideos angeschaut und so weiter und Interviews. Und dann gegen 19 oder 21 Uhr, ich glaube 21 Uhr eher da, gab es dann auch immer so Community-Turniere. Am Mittwoch war es, lass mich kurz überlegen, Tekken 5, ne, nicht Tekken, Entschuldigung, Street Fighter. Street Fighter, ja, auch ein echter Street Fighter, genau. Klassiker. Also, wo, das macht echt viel Spaß, dazu zu schauen. Bei Tekken ist, war, die Matches waren immer sehr knapp und es war auch eine richtig gute Stimmung. Der Unterhaltungswert ist bei sowas auch immer recht gut, muss man auch dazu sagen. Oh ja, das ist definitiv. Und okay, dann Tag drauf, Donnerstag, war dann Mario Kart auf der GameCube. War jetzt leider nicht so unterhaltend, weil immer vier Spiele gespielt haben und da ist dann nicht so wirklich die Spannung aufgekommen, leider. Okay, Tag darauf, das war dann auch mein letzter Tag, war es dann Rocket League auf der Switch. Das war dann ein bisschen interessanter, aber so diese Zwei-Spiele kommen meiner Meinung nach besser als Turnier. Aber insgesamt war immer eine geile Stimmung da. War auch die Leute teilweise drumherum viel Scheiße gebaut Waren haben. aber scheinbar sehr entspannt, also wirklich wie auf einem Festival dann auch. Sehr Genau, viel Alkohol also vielleicht auch, oder? ja, sehr viel Alkohol, Das also kann man das sich vorstellen auf so definitiv. einem Camp. Und genau, was vielleicht auch noch interessant ist, was kostet denn so ein Spaß? Wenn ich jetzt sage, okay, nächstes Jahr ist vielleicht das Wetter auch. Ich meine, das Wetter hat ja wirklich gut mitgespielt, oder? Zumindest hier bei uns hier. Ja, also am ne, Freitag war es, Donnerstag auf Freitag hat es ein bisschen geregnet in der Nacht, nicht Ja. viel, aber es war schon ein bisschen nass, aber das hat jetzt nicht Man so kann es gestört. aushalten, sozusagen. Also Genau. wer Bock Also auf. Ja? es ist auf jeden Fall besser als die Hitze gewesen, wo man zeitweise auf dem Camp hatte. Weil das macht, die absolute Hitze ist halt auch nicht schön. Ja, das stimmt. Und preislich, was macht das denn für einen Unterschied, wenn ich jetzt sage, ich möchte zum normalen Ticket dann nochmal ins Camp dann auch gehen?
Also das Camp an sich kostet eine Nacht 29 Euro. Und das ist im Vergleich zu Hotels in Hotel, Köln, Ferienwohnung, Airbnb, ja, auf jeden Fall billiger. also sehr viel Ja. billiger. Also ich glaube, günstiger kannst du in Köln nicht unterkommen zu der Also wenn ich Zeit. überlege, was wir die ganzen Jahre, ich meine, wann haben wir angefangen? 2013 bei Course of For You mit Gamescom. Und ich glaube, wir sind bei keiner Wohnung unter, also wir haben natürlich auch keine Hotels genommen. Wir sind ja jetzt hier keine GameStar oder Giga oder so. Und wir haben, glaube ich, nie unter 70 Euro pro Nacht eine Ferienwohnung oder irgendeine Unterkunft gehabt. Also das waren Ja, ihr vielleicht. mindestens 70 Euro oder noch mehr teilweise. Eher mehr als 70 Euro. Da muss ich jetzt dazu sagen, weil letztes Jahr war ich auch schon so wahnsinnig und bin als normaler Besucher auf die Messe gegangen. Da habe ich 3 Tage vor Gamescom Beginn meine Sachen gebucht und hatte dann das Unglaublich. Das war sehr knapp. Last Minute, auf jeden Fall. Richtig, last minute. Hat aber funktioniert. Und das Geile war, ich hatte so dermaßen viel Glück mit der Wohnung, weil da habe ich jemanden gefunden, der hat das neue eingestellt. Und da bin ich auf 50 Euro pro Nacht gekommen. Ja, aber halt immer Also noch das war teurer als das bisher das Camp. Aber Günstigste. man sieht ja, also Messe, vor allem auch die Gamescom, ist wirklich krass und die nehmen es halt wirklich von den Lebenden, anders kann man es nicht sagen. Und da vielleicht auch noch so ein Ja. Tipp von meiner Seite, wenn ihr wirklich vorhabt, also jetzt nicht aufs Camp zu gehen, sondern ihr wollt so hin und wollt ein bisschen Geld bewusst oder ein bisschen bewusst das Ganze machen, dann geht vielleicht in irgendeine benachbarte Stadt und fahrt dann lieber jeden Tag mit den ÖPNV nach Köln rein. Das ist auf jeden Fall billiger und ich weiß auch von vielen größeren YouTubern, erstmal machen die das natürlich, um die Fans sich von der Pelle zu halten, aber die übernachten auch gerne mal in Düsseldorf in einem Hotel, weil es einfach billiger ist, ne? Oder wir haben auch schon Kollegen getroffen auf der Messe, die, also YouTube-Kollegen von uns, die eben in Leverkusen einfach untergekommen sind und haben gesagt, okay, das ist einfach günstiger für uns. Und nur mal so als Tipp, falls ihr wirklich sagt, okay, ich will jetzt nicht das Camp, weil das ist natürlich nicht für jeden was, das muss man auch ganz klar sagen. Und ich bin jetzt auch nicht so der Camping- und Camp-Freund, aber wenn man da Bock drauf hat und sich drauf einlässt, dann scheint es ja echt ein cooles Erlebnis zu sein. Und Also das definitiv. also du hast es auf jeden Fall nicht bereut. Gab es irgendeinen triftigen Grund, warum du gesagt hast, ich mache einen, ja, ich reise praktisch am Freitag ab, oder war das einfach so, naja, da habe ich eh alles gesehen und Ja, das war das so, da hat man eh alles ja. gesehen, war. So ein Messetag an sich ist schon lang, wenn man sich wirklich dafür entscheidet, nicht wirklich bei vielen Spielen Ja, anzustehen. ne. Also. Das ist auch so, also so auch meine Erfahrung, so am letzten Tag, da bist du halt wirklich durch. Und wenn du dann, das Schlimmste ist, glaube ich, und das ist uns schon öfters passiert, das kannst du ja auch unterschreiben, Georg, dass uns am letzten Tag noch aufgefallen ist, oh Scheiße, wir müssen noch das machen und jenes machen und da fehlen uns noch Schnittbilder und keine Ahnung, Scheiße, wir müssen ja jetzt auch noch das Interview aufzeichnen. Und dann hat Finn natürlich, klar, hat recherchiert oder hat angezockt auf der Messe, dann haben wir die Interviews mit Finn immer noch aufgenommen und der letzte Tag war dann auch immer mehr oder weniger eine Katastrophe und du warst dann richtig fertig. Und ich glaube, die schlimmste Gamescom, David ist diesmal jetzt nicht mehr dabei, aber die schlimmste Gamescom am letzten Tag war wirklich die Gamescom 2013, also sprich die erste, die wir damals, von der wir berichtet haben, weil da ging es dann auch so, dass wir am nächsten Tag dann schon, ich glaube, um 9 aus unserer Wohnung raus mussten und es sah halt aus wie Hund und Sau in der Wohnung. Also muss man wirklich sagen, wir hatten auch 2 Tage davor, das ist auch die dümmste Idee ever gewesen, auf einer Gamescom irgendwie zu denken, dass man sagt, okay, wir kochen am Abend gemeinsam. Das war wirklich eine sehr dumme Idee. Erstens mal, mir tut immer noch der Vermieter leid, aber wir hatten damals die Nudeln, die übrig waren, in der Schüssel vergessen. Ihr könnt euch ja vorstellen, wie die nach 3 Tagen oder so aussahen bei den Temperaturen, die Schüssel. Und ja, und das Ganze haben wir dann eben in der Nacht- und Nebelaktion. Ich glaube, David und ich, wir sind um 4:30 oder so aufgestanden, nachdem wir um 1 Uhr ins Bett gegangen sind, haben dann erstmal die Wohnung sauber gemacht. Und damit wir das alles noch rechtzeitig schaffen. Also es war eine Katastrophe, aber das war jetzt mal ein Schwank von der Gamescom 2013. Das sieht man im Making-of nicht. Also wir haben damals, glaube ich, sogar gefilmt. Ich weiß nicht, ob ich die Aufnahmen irgendwann mal veröffentlichen werde. Keine Ahnung, ob wir das irgendwo mal mit reinschneiden. Aber wir haben es damals nicht mal Making-of mit reingeschnitten, weil das war dann doch leicht. Naja,
grenzwertig, die ganze Geschichte. Gut. Ja, ich gucke gerade mal auf meine Liste zum Gamescom-Camp. Ach ja, Thema Verpflegung, wenn wir schon mal beim Thema Essen sind. Wie habt ihr das dann gelöst? Gab es dort auch Verköstigung auf dem Zeltplatz oder wie muss man sich das vorstellen? Ein riesen Speisesaal in Form eines Zeltes oder? Nein, gab es in der Hinsicht nicht, also so eine riesige Speise. Es gab so ein paar ja, Foodtruck-Wägen, würde ich mal sagen, so Ich hab zwei mir gerade so Stück. gedacht, ja, bestimmt irgendwie so ein richtig fancy Foodtruck oder so. Nee, das sind halt so kleinere Stände Ja. gewesen, aber da war jetzt für mich und meinen Kumpel nichts dabei. Also, es hat sich schon lecker angehört, aber gerade wenn man mit Zeljaki da hingeht, war da jetzt nichts mit dabei. Also, ich vertrage kein Weizen, kein Getreide. Und da war das Angebot nicht ganz so toll. In der Hinsicht. Aber man hätte sich tatsächlich was zum Essen und Trinken zu relativ guten Preisen dort kaufen können. Was ich in der Hinsicht auch noch nett fand, war, dass man sich für 7 € in der Früh noch ein Frühstück kaufen konnte. Das war halt dann so ein kleines Buffet, Oh Käse, ja. Salami, verschiedene Wurstsorten, Käse. Aber das ist halt auch billiger als im Hotel, definitiv. Und also ich muss ehrlich sagen, ich habe so das Gefühl, das Gamescom Camp ist wirklich so, wenn ihr, keine Ahnung, noch Schüler seid oder Azubis oder so und ihr habt jetzt noch nicht so die finanziellen Möglichkeiten, wollt aber trotzdem auf die Messe gehen, wollt vielleicht mit ein paar Kumpels noch eine schöne Zeit haben oder so. Das hört sich so an, als wäre das genau das Richtige für euch. Also von Oh deinen ja. Erzählungen jetzt her. Genau, würde ich auch jeden Jungen, der nichts gegen Campen hat, vollkommen empfehlen, weil es ist halt absolutes Festival-Feeling. Du hast halt so viele liebenswürdige Idioten, sage ich jetzt mal hier frech, aber es ist Es hört ja einfach keiner zu von unglaublich. den Leuten. Oder hast du irgendwelche Visitenkarten verteilt? Nee, ich habe Sehr keine gut. Visitenkarten Also in dem verteilt. Fall sehr Ich gut. glaube, da dürfte mich keiner wiedererkennen. Das ist doch der Idiot vom Camp. Nee, ich habe mir Freunde gemacht, sagen wir es mal so. Okay. Aber die Story kann ich jetzt gleich auch dann gleich Hau sie erzählen. raus, komm jetzt. Sind wir einmal dabei. Nee, vorher erzähle ich noch wegen ja, Örtlichkeiten, die man dann hat. Also es gibt mobile Ach Klo-Container ja, auf jeden genau. Fall. Das, Sanitäre genau, Einlagen. sanitäre Anlagen. Anlagen, So, genau, genau. das Wort ist mir entfallen. Genau, was ich halt ein bisschen doof fand, dass die Duschkabinen direkt am Eingang vom Gamescom Camp waren. Das heißt, du hast vom Zeltplatz ziemlich weit latschen müssen, um überhaupt duschen zu können. Okay. Ich kann aber auch empfehlen, einen Reisefilm mitzunehmen, denn direkt im Jugendheim oben bei den Toiletten, das sind auch nochmal Duschkabinen und da sind nochmal ein paar Steckdosen, wo man auch einen Föhn nochmal anstecken kann. Also, das ist Pro-Tipp auch für nochmal ein euch bisschen, von Georg. genau so ein bisschen Komfort, den man da hat. Apropos Komfort, Auch ja. noch ein kleiner Pro-Tipp, wenn wir gleich mit dabei sind. Was ich ganz interessant war, dass dieser Jugendpark einen Raum anbietet mit 10 Rechnern, wo man 5 versus 5 spielen kann. Inwiefern die Spiele davor installiert sind oder ob man da Gastaccounts hat, habe ich leider noch nicht in Erfahrung gebracht. Habe ich heute versucht anzurufen, war aber leider anscheinend außerhalb der Ah Eröffnungszeiten. ja. Aber da werde ich mich nochmal drüber informieren. Aber das fand ich halt auch ein recht interessantes Angebot. Was es auch noch gibt, ist ein Billardtisch, was auch ganz cool ist. Und also man kann es sich schon relativ gut gehen Die lassen. haben dann Also scheinbar einfach um so einen Jugendclub einfach mal außenrum so ein Camp installiert sozusagen für die Gamescom. So könnte man sich genau. das vorstellen. Ja gut, aber ansonsten sanitäre Anlagen waren sauber oder würdest du sagen, naja, ging so, Doch, die waren relativ waren sauber. sauber. Also, Gut. da kann man sich nicht Perfekt. beschweren. Dann noch natürlich für absolute Freaks wie mich zum Beispiel wichtig, gab es dort WLAN? Ah, da habe ich gar nicht mal geschaut. Ich glaube aber Es hat dich auch nicht. nicht gestört sozusagen, also ist halb so wild. Ja, also, weiß nicht. Ich war jetzt nicht so drauf, dass ich so irgendwie in mein Zelt irgendwie Video schauen wollte oder Ja, na so. klar. Nee, aber es gibt ja trotzdem Aber Leute, für die ist es wirklich ein USP, dass sie sagen, ich brauche unbedingt WLAN in meiner Unterkunft. also ich glaube, da werdet ihr auf jeden Fall enttäuscht. Ich bin mir jetzt nicht so 100% sicher, Genau. aber ich hatte jetzt
Ich habe das nicht in Erinnerung, dass da irgendwelche Zettel ausgehangen sind mit irgendwie, Ja, dass man da gut, ich sag WLAN-Passwort. mal so, falls ihr irgendwelche YouTuber oder sonstige Influencer seid, die gerade zuhören, zuschauen, ja, ihr müsst euch halt dann irgendwie eine andere Möglichkeit suchen, euren Content auf YouTube hochzuladen oder ins Internet zu blasen. Aber es gibt ja zum Glück für akkreditierte Medienvertreter, gibt es ja zum Glück im Pressebereich einen relativ guten Internet-Uplink, wo man dann die Sachen hochladen kann. Wobei ich muss ehrlich sagen, ich glaube, als wenn ich jetzt wirklich wieder als YouTuber oder als Pressevertreter auf der Messe bin, dann würde ich mir das mit dem Camp nicht antun, weil du hast halt dann wieder das Problem, dass du halt mit deinem Equipment dort irgendwie in einem Zelt liegst oder so. Ich glaube, das wäre nichts. Aber ansonsten, wenn ich jetzt wirklich, ich wiederhole mich, aber wenn ich jetzt wirklich ein Jugendlicher wäre oder so oder eine Ausbildung dann, und einfach eine coole Zeit haben möchte, dann kann ich das Ganze da machen. Von den Ticketpreisen her, wie teuer war das eigentlich dieses Jahr? So, hast du es noch im Kopf? Was zahlt man denn so? Also, wie gesagt, für das Gamescom-Camp zahlt man ungefähr 29 €. Kriegt man aber noch ein bisschen günstiger, wenn man mit mehr Leuten. Also, man hat nämlich die Möglichkeit, selber ein Zelt mitzubringen und alles. Man kann aber auch sagen, wenn man jetzt so eine Gruppe von 8 Personen ist, dass man dann ein großes Zelt bekommt mit Feldbetten, wo einen gestellt werden und so einen kleinen Welche Goodie-Pack. Variante hattest du? Ich hatte eigenes Ach so. Zelt, weil. Wie gesagt, ich hatte nur einen Kumpel, der mitgekommen ist, und dann hat sich das nicht gelohnt, irgendwie in so ein Nee, klar. Mehrpersonenzelt zu gehen. Gibt es da auch wie bei Festivals so die Möglichkeit, sag ich mal, mit einem Wohnwagen oder Wohnmobil anzureisen? Nee, Wohnwagen, die Möglichkeit gibt es nicht. Also, das Okay. ist auch, glaube ich, nicht gewünscht. Was aber Feuer und so weiter angeht, man darf grillen, man darf Gasgrill und alles mitbringen. Ah ja, cool. Das ist mir jetzt bloß so eingefallen, weil zum Beispiel. Beim Puls Festival in München, bei München unten, da waren zum Beispiel so Gaskartuschen Ja. verboten. Genau. Aber wo du das gerade mit WLAN vorhin genannt hast, für die Leute, wo dann sagen, okay, ich habe so technische Geräte dabei, die halt Strom brauchen oder die mir lieb und wertvoll sind, Ja. man kann sich auch für 5 € am Tag, wenn man bereit ist, die auszugeben, auch noch so Schließfächer Ach, buchen, perfekt. weil. Da gibt es vorne beim Eingang gibt es so ein kleines Berliner Startup, das solche Schließfächer in Containern anbietet. Und die haben dann auch so ein Aufladekabel fürs Handy innen Die gehen drin. jetzt richtig durch die Decke. Die waren jetzt auch schon bei Rock am Ring und Rock im Park. Also ich war ja bei Rock im Park mit Felix. Da waren die auch schon. Und die sind auch sogar in Coburg beim Samba-Festival gewesen. Also die scheinen mittlerweile sich Okay. richtig zu etablieren. Aber ist auch eine geile Idee. Kannst dein Zeug wegsperren, kannst es gleich mit laden. Perfekt eigentlich. Und wenn es dann preislich noch okay ist. Und versichert sind die, glaube ich, auch noch. Also die Schließfächer an sich jetzt. Für Und ich Medienvertreter meine. hast du auch Schließfächer in den einzelnen Kongresszentren. Genau, ja gut, aber. Die kosten sogar nur den Euro Einwurf und sonst gar nichts. Richtig, ja gut, aber das ist halt für Presse. Genau. Ja. Genau. Nur um vorhin, weil da war es ganz kurz darum, als Medienvertreter mit Equipment auf die Gamescom. Richtig, ja, das haben wir auch schon mehrfach genutzt. Was aber krass war, Georg, warst du damals dabei, wo dem einen das MacBook aus dem Ding geklaut wurde, aus dem Schließfach im Kongresszentrum Nord? Oder war das Bin ich gerade 2013? Ich glaube, nicht. das war Ich glaube, 2013. das war Das fand ich 2013, heftig. weil ich weiß, dass du mir das erzählt hast, Ja, auf und jeden da habe Fall. ich auch nicht verstanden, wie das funktioniert hat, aber gut, es ist passiert, definitiv. Ich weiß noch, wo der damals außer sich war, dass das MacBook weg war. Ist echt scheiße. Mehrere Tage Arbeit für die Katz und dann natürlich, klar, vom Preis brauchen wir gar nicht reden, von einem MacBook. Ja, aber klar, ich denke mal, die Messe ist bestimmt auch versichert und dann war das wahrscheinlich dann doch irgendwie, ist dann doch irgendwie abgewickelt worden. Gut. Ich glaube, zum Gamescom Camp, außer du hast noch irgendwas. Doch, doch, Ah, ich na habe komm noch dann, was. hau Ich habe es mir raus, extra hier. aufgehoben, weil ich ja vorher gesagt habe, so eine kleine Geschichte. Was Lustige dieses Jahr war, dass ich, weil das Camp fängt ja schon am Montag an, du kannst Montag anreisen schon, späteste Abreise ist dann Sonntag. Und jedenfalls schon, von Tag 1 gab es so zwei Gruppierungen. Da gab es dann irgendwie so die Sekte irgendwie der Liebe, die dann vor allem auf der Gamescom waren mit solchen Free Hugs und so weiter. Und dann gab es aber auch eine andere Partei, das war nämlich die Cthulhu-Partei.
wo dann so rumgegangen sind und immer gerufen haben, Heil Und die Cthulhu! hast du dann natürlich auch gleich Und erkannt. Ah, die sind auch auf dem Camp. genau. Und die Sache ist die, die hatten ihren Höhepunkt am Mittwochabend, als sie dann mit so Samsung Pappschachteln, also es sind so Pappschachteln, wo man sich so drauf hocken kann und die verteilt werden auf der Messe, und ein paar Pfandflaschen, haben die sich so ein Cthulhu gebaut und haben den in der Gruppe so um das Camp getragen. Hat man auch wunderschön im Stream sehen können, wie sie dann so um dieses Streaming-Zelt rumgegangen sind und die ganze Zeit ihren Cthulhu da hochgehalten haben. Das Lustige war dann auch, dass die dann von Assassin's Creed hat man ja solche griechische Schilde bekommen und da haben es dann auch so sich in der Formation aufgestellt und ja, die waren halt komplett blau. Und das Lustige ist auch das, dass ich jetzt auch offiziell Mitglied bin in Hast du auch einen dieser Mitgliedsausweis Sekte. mittlerweile? Nee, Schade. Mitgliedsausweis nicht. Aber ich glaube, nächstes Jahr dürften sie mich schon wiedererkennen, weil damit du aufgenommen wirst, musst du dein Erstgeborenes opfern. So, und was war unser Erstgeborenes? Eine Bierflasche? Nein. Wir hatten einen Stein, wo ich Thaddäus den Schönen drauf gezeichnet habe. Das hat folgenden Hintergrund, weil ich hatte einen Stein von mir zu Hause mit dabei. Den hatte ich auf dem letzten Festival, wo ich mit dabei war, mitgenommen, weil da aus irgendeinem Grund Hammer Das macht man verboten doch. Also waren. Steine nimmt man immer mit. Wer kennt es nicht? Ich habe Genau. auch immer so einen Notstein dabei, wenn irgendwas ist. Genau. Und das fand mein Kumpel halt Ja, recht ich finde es auch lustig und skurril, aber gut. genau. Und mein Kumpel hat dann gemeint, ey Georg, zeichne doch bitte mal irgendwas auf den Stein drauf. Und ich habe halt einfach Thaddäus den Schönen, ohne irgendwie näher drüber nachzudenken. Weil da gibt es ja auch den Witz, dass Thaddäus an sich ja schön geklopft wurde in dieser Folge. Und dass ich dann zufälligerweise das Motiv genommen habe, hat meinen Kollegen dann noch mehr gefallen. Und dann haben wir diesen Stein da geopfert und die haben sich so dermaßen gefreut über diesen Stein. Also, die waren ja auch betrunken und so weiter und die haben diesen Stein so Das dermaßen legitimiert wieder abgefeiert. alles. Die waren ja auch betrunken, also funktioniert sowas auch. Ja, und was ich auch noch schön von dieser Gruppe fand, die haben Spenden gesammelt und haben dann am Samstag so Softdrinks verteilt für alle, die Ah, vorbeigekommen sind. cool. Ja, das, ja. Genau. Und dann gab es auch noch eine andere Gruppe, ich glaube, das war auch Mittwoch oder Dienstag, die haben sich mit den Campingstühlen an den Weg so gesetzt und haben halt so die Leute quasi bewertet mit so Punkten. Oh ja, du bist gut, ja, super Auftritt und so. Ja, da müssen wir noch ein bisschen üben Ich und so sehe schon, wir weiter. müssen echt mal mit der Kamera dort auf dieses Camp gehen und einfach mal ein paar Interviews führen. Ich glaube, das ist erstmal sau witzig, hat saugroßen Unterhaltungswert, und zum anderen, mich interessiert es einfach mal. Ich glaube, wenn wir nächstes Jahr sollten wir auf die Gamescom gehen, müssen wir unbedingt vorbeischauen. Einfach mal. Oder wir begleiten dich so als Reportage einfach mit der Kamera. Das wäre auch eine Idee. Ja, ich wollte gar nicht stören. Red weiter. Ich habe gerade laut Nee, das war gedacht. schon. Okay. Gut, dann würde ich sagen, tue ich noch mal so ein paar Sachen raushauen, die mir aufgefallen sind. Ich habe das so natürlich von außen verfolgt hier, konnte ja leider dieses Jahr nicht hin. Und was mir jetzt so aufgefallen ist, das ist einfach das Thema mal wieder Influencer, Influencer, Influencer. Das heißt, man hat wieder versucht, möglichst viele YouTuber auf den ganzen Bühnen auszuschlachten. Aber das ist ja nichts Oh Neues. Das ja. passiert ja. Das passiert ja eigentlich immer. Nur ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht. Also ich meine, klar, ich habe so den Eindruck, es kommen immer mehr Leute einfach wegen der Influencer und weniger wegen der Games. Was natürlich vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass die Leute einfach viel zu lang warten müssen, um zu zocken zu können. Und da bin ich ganz ehrlich, da hätte ich manchmal auch keine Lust, wenn ich dann 5, 6 Stunden warten soll. Ich habe jetzt auch von jemandem gehört, der da vergebens 4 Stunden gewartet hat und hieß es, nö, jetzt kannst du nicht mehr zocken. Erst wieder ab 17 Uhr. Ne? Jetzt musst du nochmal 4 Stunden, na 4 nicht, aber 2 oder 3 Stunden warten. Das ist natürlich eine Geschichte, wo ich dann die Leute auch verstehe, dass die dann sagen, okay, nee, dann mache ich das lieber eher so als
Community-Treffen. Ich kann es auch nachvollziehen. Also ich bin niemand, der sagt, nee, das soll es nicht geben, weil ich denke mal, auch viele Leute treffen sich dann, also wir haben ja auch mittlerweile hier von Course of You einige Leute, die trifft mal nur einmal im Jahr und das ist auf der Gamescom. Ich habe Leute, die sehe ich nur auf der Gamescom oder ich habe Leute, die sehe ich nur auf der CeBIT oder auf der ITSA oder auf irgendeiner anderen Messe. Und das ist halt auch so. Also es ist nicht unbedingt schlimm, aber mir ist halt aufgefallen, dass es immer mehr wird und dass eigentlich jeder Stand sich irgendwie so einen Influencer gönnt. Ob man den jetzt kennt oder nicht, ist eine andere Geschichte. Da gehen die Meinungen auch weit auseinander. Ich finde es auch immer interessant, wenn ich mit Leuten über das Thema rede, die teilweise halt auch, sagen wir mal, 3-4 Jahre jünger sind als ich, die natürlich wieder ganz andere Influencer kennen, als wir kennen, die, sagen wir mal, mit denen wir jetzt so auf YouTube irgendwie in Anführungsstrichen groß geworden sind, die wir halt kennen, die entweder sie gibt es gar nicht mehr auf der Plattform oder die machen mittlerweile komplett anderen Kram oder sind bei den Rocket Beans gelandet oder keine Ahnung. Also und das ist halt immer ganz interessant. Was ich allerdings ein bisschen schade fand, es gab halt einige Influencer, die halt wirklich total, also das sind Livestreams, die ich geguckt habe, gab es auch fast von jedem Stand, der irgendwas gemacht hat, gab es auch Livestreams und da habe ich halt immer mal ein bisschen reingezappt, einfach um ein paar Eindrücke zu sammeln und manchmal hat man den Eindruck gehabt, dass die halt wirklich fehlplatziert sind und da muss ich halt wirklich sagen, bitte, liebe Marken, wenn ihr schon euch so einen Influencer gönnt auf eurem Stand, dann überlegt auch mal, wo kann man den einsetzen. Nicht einfach nur, Mensch, Hauptsache, der hat 5 Millionen Abonnenten, sondern vielleicht auch mal überlegen, was kann der denn wirklich machen. Jemanden, der von Technik keine Ahnung hat, dann einen Technik-Talk auf einer Bühne von einem Hardware-Hersteller führen zu lassen, ist eigentlich ein bisschen eine Fehlplatzierung. Ich meine, die Gäste, die waren gut. Also da war zum Beispiel Alexi Bexi mit dabei, Debitor war mit dabei und jemand von der PC Games Hardware. Das war super, aber den Moderator, den konnte man wirklich vergessen. Und das ist auch ein YouTuber, der eigentlich mit Hardware überhaupt nichts zu tun hat. Und dass der sowas natürlich nicht richtig moderieren kann. Und man hat relativ schnell gemerkt, dass auch die Gäste das natürlich mitkriegen und dann natürlich den Talk für sich mehr oder weniger übernehmen. Und deswegen war das, glaube ich, ein bisschen eine Fehlbesetzung. Klar, man wollte mit diesen Influencer Leute vor den Stand locken, das ist auch gelungen. Aber ich sag mal so, das Interview, das hättet ihr euch echt schenken können oder hättet gleich sagen können, okay, unterhaltet ihr euch da mal und der Influencer gibt unten mal ein paar Autogramme. Das wäre wahrscheinlich besser gewesen. Aber das ist nur so mein Eindruck. Ansonsten natürlich werdet ihr mir wahrscheinlich recht geben, gab es natürlich wie jedes Jahr immer irgendwelche Stände, die irgendwelchen Mist ins Publikum geworfen haben, irgendwelche Werbeartikel. Das ist ja Gamescom-typisch. Ich glaube, da gibt es in Deutschland bis auf, glaube ich, die IFA kaum eine andere Messe, wo das genauso abgeht. Aber das macht halt auch so ein bisschen die Gamescom aus. Was ich halt krass fand, das ist halt Thema Kommerzialisierung weiterhin, dass halt eben auch Marken, du hast ja vorhin im Vorgespräch gesagt, McDonald's war da, das habe ich gar nicht mitgekriegt, aber Pringles war zum Beispiel auch da, also wirklich Marken, wo du eigentlich nicht so wirklich was mit anfangen konntest, die haben halt irgendeinen Stand dort gehabt, Hauptsache mal einen Stand, okay, wir sind auf der Messe auch irgendwie vorhanden, weiß ich nicht, das können sie sich schenken, aber ich denke mal, Der Besucher, der wird auch gezeigt haben, dass er daran nicht so viel Interesse hat, schätze ich mal. Und gut. Naja, also zumindest mal McDonald's, die hatten ja da irgendwie sogar ein Spiel auf ihren tollen Bestellwalls, wo man sich die Sachen zusammenstellen kann. Ach, das war auch gleich ein Imbiss. Das war nicht einfach nur ein Infostand von McDonald's. Also nee, das war kein Imbiss. Die haben bloß diese Infotafeln da gehabt, wo du dir dann normalerweise das Zeug bestellst. Und darauf haben sie irgendein Spiel drauf laufen lassen, wo du irgendwelche Burger zusammenstellen musst und es so schnell wie möglich. Okay. Und dann hast du irgendwie eine McDonald's Gold Card bekommen, wenn du irgendwie der Schnellste warst. Das ist die Bahncard 100 für McDonald's-Besucher sozusagen. Nee, keine Ahnung. Anscheinend, also ja. Fand ich auf jeden Fall sehr skurril. Ja, also ich finde es auch skurril, aber wie gesagt, ich denke mal, die Gamescom ist eine riesen Gelddruckmaschine, so muss man das auch mal sehen. Und ich finde, ich höre auch immer wieder so die Idee von anderen Leuten, dass sie sagen, Mensch, mach doch aus der Gamescom ein reines Gaming-Festival und lass diesen Touch von Messe einfach mal weg. Weiß ich nicht, ob das gut ist. Klar, die einen kritisieren das eine, die anderen kritisieren das andere, aber ich
ich sag mal so, ich könnte mich auch damit anfreunden, wenn die einfach sagen, okay, wir machen da jetzt ein reines Gaming-Festival draus, aber wahrscheinlich würden sie damit nicht so viel Geld machen, wie wenn das beides ist in einem. Und ja, ich meine, die Zahlen, ich meine, 370.000 Leute, das ist schon echt eine Hausnummer. Und ich meine, davon waren natürlich auch 31.000 Fachbesucher dabei und das sind dann auch 5.000-6.000 Journalisten mit dort, klar, und an denen verdient man natürlich nichts, aber der Rest, das waren natürlich reine Besucher, die natürlich ganz regulär ein Ticket gekauft haben, die dort gegessen haben, die dort Geld gelassen haben in irgendeiner Form. Und wenn es einfach nur ist, dadurch, dass sie eben über Werbung vielleicht dann irgendwann mal wieder was kaufen werden, was dort gezeigt wurde. Und ich denke mal, das ist natürlich eine Geldquelle, die möchte man sich nicht abdrehen, wenn man das Ganze dann als riesen LAN-Party veranstaltet oder irgendwie so als reines Community-Event. Dann ist das Ding schwierig. Was dieses Jahr auch noch dazu kam, was vielleicht auch ein bisschen Grund ist für die erhöhten Besucherzahlen, kleiner Grund, würde ich mal sagen, ist der Wegfall vom Video Day oder von den Video Days, wo ja diese ganze Influencer-Geschichte auch immer in Köln zeitgleich stattfand zu der Gamescom, meistens dann am Freitag und am Samstag. Der fand dieses Jahr nicht statt, der Video Day oder die Video Days. Und die ganzen YouTuber, die haben natürlich dann irgendwie eine Alternative gesucht, haben gesagt, ach komm, lass uns auf die Gamescom gehen. Und haben dadurch natürlich auch dafür gesorgt, dass Leute natürlich dann auch auf die Messe gegangen sind. Und diese Geschichte, die ist halt schwierig zu handeln, glaube ich. Also das so zu gestalten, dass man sagt, okay, die Leute, die wirklich wegen Games dorthin gehen, dass die nicht abgefuckt sind wegen den ganzen Influencern und umgekehrt, dass die sich halt nicht ins Gehege kommen. Beste Beispiel war ja immer noch vor ein paar Jahren mit Gronkh, der dann eben auf dem Gang stand und die Messe dann auch richtig sauer war, deswegen, weil natürlich da ist kein normaler Betrieb mehr möglich, wenn so eine Koryphäe aus dem YouTube-Bereich dann irgendwo auf dem Gang steht, dann bilden sich natürlich riesen Menschenmengen außenrum und jeder möchte dann irgendwie mit ihm mal in Kontakt treten. Und das ist natürlich dann schwierig, sowas. Aber das ist so der Eindruck, den ich von außen gewonnen habe. Was ich auch positiv fand, muss ich ganz ehrlich sagen, ist dieses ganze Politikgeplänkel außenrum. Das fand ich die letzten Jahre dann immer sehr ja, austauschbar. Also natürlich freut sich der Bürgermeister von der Stadt Köln über die Gamescom. Natürlich sind die Politiker an dem Tag oder in dieser Woche begeistert, was so alles möglich ist und so. Deswegen, ich fand es einfach nur so austauschbar, die Reden. Also es gab natürlich Ausnahmen, ich sage nur Dorothee Beer zum Beispiel. Das gab immer so ein paar Ausnahmen, wo Leute sich wirklich noch Gedanken gemacht haben, aber die Reden waren meistens austauschbar und man hätte sich das schenken können. Und deswegen fand ich immer diese Talks jetzt, diese Panels, ich glaube, das war jetzt dieses Jahr im zweiten Jahr, fand ich eigentlich ganz interessant, dass man sagt, okay, man setzt mehrere Politiker von mehreren Parteien hin und dann wird eben über Computerspiele, über Entwicklung, über den Standort in Deutschland für Game Development und so weiter, wird einfach mal ein Talk gemacht. Und das fand ich eigentlich eine gute Idee. Es gibt, natürlich interessiert es nicht die breite Masse, aber es ist immer noch interessanter, als zu sagen, okay, wir lassen die mal so eine halbe, dreiviertel Stunde einfach mal ihre Reden irgendwie runterrattern und lassen die dann einfach mal kurz in die Kamera lächeln, damit wir für den Kölner Stadtanzeiger oder was weiß ich, für den Express irgendwelche Bilder haben. Und das bringt eigentlich nichts. Also da war null Mehrwert da. Und ich denke mal, da ist so ein Talk dann auch ganz interessant mal. Und wurde natürlich auch von Influencern moderiert, von Pietsmeet, von den Jungs. Aber die haben das in der Vergangenheit auch immer ganz gut gemacht. Also auch, wir haben uns ja 2016 war es, glaube ich, haben wir uns ja auch den Talk angeguckt mit Philipp Walulis und Peter Smith von Pietsmeet. Und das war ja auch recht gut. Also der macht das eigentlich ganz gut. Und meine Meinung. Hast du dir das angeguckt eigentlich, Finn, oder? Ist es völlig an dir vorbeigegangen, die Geschichte? Die Talks selber? Ja, den Talk selber. Ja, ich hab nicht alle gesehen, ich habe ein paar gesehen, einen, den ich besonders interessant fand. Okay. Danke, dass du dir übrigens die Brücke schlägst, dazu wollte ich nämlich noch zu sprechen kommen. Da gab es einen Talk mit Ralf Reichert, das ist der CEO von der ESL, und mit Brandon Green, den kennt die breite Masse als Player Unknown, das ist der Player Unknowns Battlegrounds gemacht hat Oder, und ja. generell quasi eigenhändig das Genre des Battle Royale in Videospielen, in anderen Medien gab es das bereits, Ja. aber das Genre des Battle Royale in Videospielen etabliert hat, weil er hat auch die ARMA-Mod gemacht, die das überhaupt erstmal gemacht hat und so weiter. Da ging es darum,
Also eigentlich ging es ja im Kern um zwei Themen. Zum einen ging es um PlayerUnknown's Battlegrounds als E-Sport und zum anderen ging es um Mobile E-Sports. Der war sehr interessant, fand ich. Und da man zwei sehr kompetente Menschen mit diesem, man hatte zum Auf einen jeden hatte Fall. man den Developer des Spiels selber und zum anderen hatte man den CEO der ESL, der steht für E-Sports, der ist E-Sport in Anführungszeichen. Hatte beide Damen, hat sie auch relativ unmoderiert. Also es gab Moderator, der hat ein bisschen darauf geachtet, dass die Diskussion nicht komplett abgeschweift ist. Aber ansonsten hat man die beiden einfach reden lassen, was zum sehr interessanten Austausch geführt hat. Ursprünglich ging es gar nicht um Mobile E-Sports, aber das kam als Thema mit auf im Talk, was ich sehr schön fand. Findest du, jetzt mal persönliche Meinung, bevor du das weiter ausführst, findest du, dass das Mobile E-Sport überhaupt Sinn macht? Weil ich muss ehrlich sagen, ich verbinde so ein bisschen mit Mobile Gaming jetzt nicht so wirklich professionelles Gaming, wenn ich ehrlich bin. Das ist für mich so ein bisschen zwischendurch mal schnell so ein Mobile Game, aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, okay, da kann man wirklich ja, gegeneinander antreten oder so, wie es ja eigentlich ja, im E-Sport gedacht ist. Danke, dass du mir diese Brücke schlägst. Als hätten wir es Und zwar abgesprochen. als hätten wir es abgesprochen. Mobile Esports war bei der ESL, gab es ein Turnier von einem Mobilspiel, heißt Shadowgun War Games, gibt es für iOS und Android. Habe ich auch mal angetestet, spielt sich sehr schön eigentlich. Im Endeffekt hast du quasi, das ist ein Arena-Shooter, man kennt es aus den ganz alten Titeln Capture the Flag, du hast zwei Basen und dazwischen ein bisschen offene Fläche und man muss die Flagge des anderen Teams erobern. Und wer das dreimal schafft, gewinnt. So einfach ist das. Die Runden gehen auch relativ schnell vorbei und wenn die Zeit runterläuft, bevor eine Flagge erobert wurde, zählt, welches Team am meisten Kills gemacht hat. Also es ist ein sehr, sehr kurzweiliges Spiel, was für Mobilspiel sehr, sehr wichtig ist in meinen Augen. Und ja, was lässt sich dazu sagen? Es sah sehr schön aus, aber zeitgleich habe ich ein paar Kritikpunkte dazu. Es sieht dadurch, dass das ein mobiler Bildschirm ist, der ist sehr klein und die Steuerung mobil ist nicht so präzise. Allerdings wird dieser hochskaliert. Das heißt, du siehst als Zuschauer, siehst du in hoher Skalierung sehr, sehr klankige und unfeine Bewegungen. Das heißt, so wunderschöne an so wunderschöne Darstellung von Fähigkeit und Spielerskill sind viel schwerer zu machen. Denn wenn jemand in einem Computerspiel fünf Leute umbringt, sieht das viel beeindruckender aus, als wenn jemand in dem Mobile Game einen Kopfschuss landet, obwohl das im Mobile Game extrem schwer ist. Das heißt, es ist viel schwerer, Fähigkeit und Skill wirklich zu würdigen als Zuschauer, eben weil es sieht nicht so gut aus wie der Vergleich am Computer halt oder auch an den Konsolen, weil die Steuerung schwerer ist. Das ist halt ein Makel, den wird Mobile Gaming immer mit sich mittragen, solange es nicht auf so präzise Steuerung wie Maus und Es ist Tastatur halt auch eine sich andere drückt. Plattform. Also deswegen Genau. kann ich mir das auch irgendwie noch nicht vorstellen. Vielleicht kommt's, ganz klare Sache. Ich meine, das ist ja nicht so, dass E-Sport jetzt wirklich nur an den PC gebunden ist. Aber Nein, auf keinen Fall. eben genau, vielleicht kommt das wirklich noch. Aber ich hatte das bisher nicht so auf dem Schirm. Auch Thema, ich weiß noch so damals, wo dieses Thema ESL aufgekommen ist. Und da war auch mal ein großes Thema, die Hardware an sich auch. Und natürlich spielt da auch Latenz. Gerade bei solchen Wettkämpfen ist natürlich wichtig, dass möglichst jeder die gleichen technischen Voraussetzungen hat, um auch wirklich zu bewerten zu können, ob der Spieler jetzt an sich einen guten Skill hat oder nicht. Und das stelle ich mir bei Mobile auch sehr schwierig vor, das Ganze zu gewährleisten, dass zum Beispiel auch die Netzwerklatenz gut funktioniert. Ja. Das, aber gut, scheinbar kann man das machen. Also, ganz kurz, also um da nochmal kurz reinzugrätschen. Also, das war das, was mir aufgefallen ist. Ja. Zeitgleich ist mir aber auch aufgefallen, ich habe zwei Matches gesehen. Also, Shadowgun War Games halt, der Arena-Shooter. Das waren zwei Show-Matches. Also, im ersten Match, was ich gesehen habe, hat ROG Female, das ist von Asus ROG, das ist ja die Reihe an Hardware. Genau, ja. Kennt man vielleicht, die machen Laptops und so weiter. Ja. Die haben ein weibliches Team zusammengestellt und die haben dann gespielt gegen ein Team aus Influencern. Da waren dann so Leute wie Revi Inside drin und so weiter. Okay, das ist Team übrigens Nitro. auch der Influencer, den ich von gemeint habe bei meinem negativen Beispiel. Ja, red weiter. Genau. Das Ding ist, die waren beide, man hat ihnen angesehen, dass sie das Spiel normalerweise nicht wirklich spielen, weil es sah halt auch nicht gut aus, denen zuzusehen. Und es war ein Showmatch und kein professionelles Match. Und das zweite Match, was ich gesehen habe, war da wesentlich professioneller. Da hat die ESA, also die Esports Student Association, die spielen verschiedene Spiele, die haben gegen PogChamp Boys gespielt. Das ist ein Pickup-Team. Also da haben sich ein Haufen Freunde zusammengefunden, um zu zocken.
Das Match war wesentlich interessanter anzugucken, weil da die Spieler wesentlich strategischer und koordinierter und auch mit besserem Aim und besserem Skill vorgegangen sind. Ja. Und es sah viel besser aus als das erste Spiel. Und das hat mir auch sehr viel Hoffnung gemacht. Und es gibt mir immer noch Hoffnung für die Zukunft, dass Mobile Gaming als E-Sports, auch wenn es in diesem zweiten Match immer noch sehr, sehr clunky aussah, sah es wesentlich besser aus. Insbesondere wenn es den Zuschauern, also dem Spectator, gelingt, die Koordination einzufangen für den Zuschauer hinterm Bildschirm oder für den Zuschauer in der Arena. Wenn das gelingt, was teilweise gelungen ist, dann ist Mobile Gaming oder generell Mobile E-Sports funktioniert in diesen Momenten. Weil du dann wirklich merken kannst, da spielen 5 Leute gemeinsam. Dann geht es weniger darum, was der Einzelne kann, weil das ist, wie ich schon erwähnt habe, sehr schwer darzustellen. Sondern wenn man es einem gelingt, wie das Team zusammenarbeitet, gerade bei teambasierten Spielen ist das sehr wichtig, in den Punkten funktioniert Mobile E-Sports extrem gut und genauso gut wie PC-E-Sport oder Konsolen-E-Sport. Und allein deswegen behaupte ich, dass in 5 oder 10 Jahren Mobile E-Sport da sein wird und existiert. Allein weil der ostasiatische Markt, da ist Mobile Gaming riesig. Allein deswegen wird es durchkommen. Also das wird, egal wie akzeptiert das unter den alteingesessenen traditionellen, in Anführungszeichen, E-Sportlern ist, Mobile E-Sport ist etwas, was kommen wird. Dazu habe ich, das war, um da mal kurz die Brücke zurück zum Talk mit Brandon Green zu schlagen. Stimmt, ja. Ich habe Danach dich lasse ich dich ran. davon weggebracht, ja, genau. Ist okay, ist okay. Er hat nämlich erwähnt, ganz interessant, PUBG kriegt, also PlayerUnknown's Battlegrounds hat ja auch eine mobile Version. Und da hat er eine sehr interessante Vision formuliert. Und zwar ist PlayerUnknown's Battlegrounds als E-Sport unter anderem sehr schwer, weil auf LAN-Turnieren müsstest du 100 Spieler auf der Bühne haben. Weil das ist ein Stimmt. 100-Spieler-Spiel. Das ist sehr, sehr schwer zu machen. Während du mobil kannst du quasi, du brauchst weniger Platz, du kannst mehr Spieler hinsetzen, du kannst das Publikum, die Zuschauer kannst du in das Spiel reinholen, weil jeder sein Handy rausholen kann und mitspielen kann. Das ist natürlich echt ein geiles Argument. Ja, also das Das finde ich echt war, also interessant. Mobile Esports bietet in der Hinsicht unglaublich viele Möglichkeiten für die Zukunft, die man überlegen kann, die eventuell, manche sind besser, manche sind schlechter, manche funktionieren nicht, aber die man alle durchgehen kann und Mobile Esports hat sehr viel Potenzial, egal wie viel und dann auch berechtigte Kritik man da reinwenden kann. Ja, naja, wie du Und sagst, es wird wahrscheinlich also diese alten Hasen in Anführungsstrichen geben, die sagen, okay, das ist kein richtiger E-Sport, aber es wird, denke ich mal, auch viele Leute, wie du schon richtig gesagt hast, einfach abholen, die jetzt so Casual Gamers sind, die einfach mal ab und zu ein Handy-Game daddeln oder so, die dann auch sehen, Mensch, ja, total. hey, auch gerade bei PUBG oder so, das ist ja wirklich durch die Decke gegangen, die dann einfach sagen, hey, cool, dann zocke ich halt auch mal, oder die, guck mal, die E-Sportler, die zocken das, was ich auch zocke, und das ist dann halt auch wieder so eine Verbindung. Ich glaube auch, dass das einschlagen wird. Und wahrscheinlich wird das auch beides so parallel existieren weiterhin, weil es natürlich diese zwei Lager gibt. Aber es ist interessant, dass sich das jetzt schon so abspaltet oder so. Und wir sind jetzt in Deutschland ja noch ja am Anfang der Entwicklung, sag ich mal. Und das ist auf jeden Fall interessant. Ja, also mobiler E-Sport wird jetzt nicht den traditionellen E-Sports ablösen. Also wir werden nicht in 5 Jahren statt Counter-Strike auf dem PC, werden wir nicht PUBG auf dem Handy spielen oder Counter-Strike auf dem Handy. Das wird nicht passieren. Dafür sind allein schon wegen den Hardware-Unterschieden, Ja, genau. beziehungsweise den Gerätunterschieden, das wird nicht geschehen und ich sehe es auch niemals geschehen. Aber Mobile E-Sport wird trotzdem, meiner Meinung nach, in 5 bis 10 Jahren wird es da sein. Und es gibt nichts, was ihr dagegen tun könnt, dafür ist es zu präsent. Generell PlayerUnknown's Battlegrounds als E-Sports wurde auch angesprochen, weil man hatte den PUBG-Hauptentwickler und den Chef von der ESL da, deswegen war das zwangsläufig ein Thema. Und da wurde kurz gesagt, dass der schwierigste Teil davon, eben weil es 100 Spieler sind, eine riesige Karte, ist das Zuschauen. Das heißt, man experimentiert zurzeit mit Möglichkeiten, dass der Spieler, wie man es bereits von Dota und Counter-Strike kennt, dass man quasi das Spiel aus dem Spieler raus selber zuschauen kann. Also man kann in Counter-Strike oder in Dota kann man die Pro-Games live sehen von seinem Rechner aus, ohne auf Twitch zu gehen und so weiter. Und kann dann quasi selber sein eigener Spectator sein und die Teams sehen, die man, oder die Spieler sehen, die man auch beobachten möchte. Und gerade darauf will Brandon setzen. Ja. Da ist relativ, um zu gewährleisten, dass jeder Spieler das sehen kann, jeder Zuschauer das sehen kann, was er sehen will und die Spieler sehen kann, die er sehen will. Denn wenn man einen Spectator dazwischen schaltet, der quasi die Aktion, die versucht, die actionreichen Szenen einzufangen, dann geht
dann hat man die, läuft man die Gefahr, dass man zum einen 10 nicht bekommt, weil wenn 100 Spieler da sind, geht sehr viel an sehr vielen Stellen gleichzeitig ab, Auf jeden Fall, ja. was es schwer macht, das einzufangen. Und zum anderen läuft man Gefahr, dass man Spieler einfängt oder Aktionen einfängt, die einen Teil des Publikums gar nicht interessieren. Wenn die zum Beispiel ihren Superstar sehen wollen, wie er XY macht, aber man sieht zwei andere Spieler, die komplett, die nichts mit ihm zu tun haben, Ja. dann ist das kein gutes Zuschauererlebnis. Überlegt euch das mal bei der Und Bundesliga, das wäre ja krass, wenn das im Real Life auch gehen würde. Ja. das ist richtig. Ja, am besten so eine GoPro draufgepackt Ja. auf jeden. Also das ist zurzeit so die Richtung, in die sie überlegen. Allerdings hat Brandon Green auch gesagt, das wird locker noch 5 Jahre dauern, 4 bis 5 Jahre, bis PUBG wirklich eSports ready, in Anführungszeichen, ist. Dazu zählen dann Begriffe wie die Infrastruktur ist da, die Profiliga ist, also die Profiszene ist da. Und auch dieser Weg, wie man ein Profi in einem Spiel wird, der muss ja gegeben sein. Da gibt es von Blizzard einen sehr guten Artikel zu, wie sie ihre Profis in Overwatch heranzüchten, in Anführungszeichen wollen. Also wie der Weg zum Profi in Overwatch ist. Und genau sowas braucht man eigentlich, um ein Spiel zum E-Sports zu machen. Das kann man entweder über die Firma selber machen, wenn man es pushen will, Beispiel Blizzard oder und Overwatch, oder man lässt es die Community machen. Das dauert dann natürlich länger, ist aber dann auch organischer. Das ist zum Beispiel in Counter-Strike passiert, wo sich das Valve hat da eigentlich nichts gemacht, sondern es Das hat hat sich sich drumherum verselbstständigt, entwickelt. ja, das stimmt. Genau. Ja, gut, Counter-Strike ist ja wahrscheinlich auch höchstwahrscheinlich, würde ich mal sagen, das älteste Game aus dem professionellen E-Sport-Bereich. Würde ich jetzt einfach mal rausknallen, ohne Fakten zu haben. Ich sag das jetzt mal so aus dem Bauch heraus. Ohne das jetzt zu wissen, aber so habe ich das Gefühl, gut, vielleicht, was gab es denn da Ich noch? glaube, StarCraft ist Ach, älter, oder? Kann StarCraft, das sein? ja klar, StarCraft gibt, ja klar, natürlich. Das könnte echt, Ja, 98. StarCraft boah, ist das älter ist als echt Counter-Strike. krass, muss man überlegen. 98 hat man sich da, ja, aber es ist cool. Es ist echt cool, dass es sowas, und vor allem die Weiterentwicklung finde ich auch wahnsinnig interessant. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm. Also Mobile Gaming war für mich immer so, ja, das gibt's halt und das machen vielleicht dann auch Leute, die jetzt schon ein bisschen älter sind als wir, sag ich mal, vielleicht so uns. Die dann Candy Crush Ja, spielen. genau, die dann so über diese Schiene wieder zum Gaming kommen. Ich meine, mein Vater oder so, der hat früher auch gezockt oder so. Unter Windows 98 oder 95, so Siedler oder solche Geschichten, hat dann aber jahrelang nicht gezockt. Aber jetzt durch die Handy-Games und durch dieses ganze Zeug kommen solche Leute dann auch wieder zum Gaming irgendwie. Und das ist ja was, was man so als jemand, der jetzt wirklich klassisches PC-Gaming macht, eigentlich so ein bisschen vergisst einfach diese Leute und die werden dann da auch wieder abgeholt. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum die Gamescom in Zukunft noch größer wird, wo es dann einfach wahrscheinlich auch mehr Anbieter gibt, die einfach klassische Mobile Games präsentieren. Warum nicht, ne? Also das könnte echt noch Also, interessant werden. ja, ich bin auch erst auf dieser Gamescom wirklich mit Mobile Gaming und Mobile Esports in Berührung gekommen. Ja. Davor wusste ich nicht mehr, also ich wusste, dass Mobile Spiele existieren. Ich wusste auch, dass es ein bisschen wächst. Ja. Aber ich hatte nicht wirklich eine Ahnung, was möglich ist und auch keine wirkliche Idee, also keine Idee, was der Gedanke dahinter ist und die Vision dahinter sein kann. Ja, Deswegen fand ich das sehr interessant, auf jeden Fall. da mal drüber gesprochen zu haben und da auch zuzuhören, was so die Entwickler dahinter denken. Vor allem da hat man ja wirklich jemanden da gehabt, der auch ein Game mittlerweile im Markt platziert hat, das wirklich jetzt auch alle Rekorde gebrochen hat in kürzester Zeit. Auch die App ist ja millionenfach runtergeladen worden, obwohl die nicht in den etablierten App Stores ist, also die PUBG-App. Und das ist ja auch eine Hürde, sag ich mal, dieser Medienbruch. Das ist immer, das hört man mal ganz gern von Leuten, die sich mit Mobile beschäftigen, mit Mobile Apps und so weiter, die dann einfach sagen, okay, wenn deine App nicht im App Store bereitsteht, ob das jetzt unter iOS ist oder unter Android, dann ist es schwierig, da Leute zu finden. Aber gut, PUBG hatte natürlich schon eine Community, eine richtig große. Und die hat es natürlich dann gepusht und dadurch war das relativ einfach oder einfacher als jetzt ein ja, sag ich mal, ein neuer Anbieter auf dem Markt, der dann irgendwie versucht, auf seiner eigenen Website so eine App anzubieten. Und das fand ich auch beeindruckend, dass das so funktioniert hat. Und ja, muss man echt mal abwarten. Also PUBG hat definitiv Potenzial, da was draus zu machen. Und klar, Pokémon Go war ja auch ein Thema, aber das ist nichts, was du dann irgendwie vielleicht in der ESL verwenden könntest. Würde ich jetzt mal so behaupten. Keine Ahnung. Vielleicht findet man noch eine Möglichkeit, aber das ist jetzt nicht so das Klassische. Aber PUBG ist klar. Also das
Und wenn es sowieso angedacht war oder sowieso angedacht ist oder schon umgesetzt, besser gesagt, für Mobile, klar, die professionelle Geschichte, die fehlt noch, das hast du ja gerade schön erklärt. Aber es ist zumindest schon mal, die Plattform ist schon mal vorhanden, der Grundstein gelegt und was jetzt außenrum passiert, das muss man dann auch erstmal beobachten. Ich meine, da muss es auch erstmal Leute dafür geben, für diesen Markt, aber die aus meiner Sicht gibt es die definitiv. Und ich könnte mir auch vorstellen, so auf dem Schulhof, wenn ich so überlege, da gibt es bestimmt viele Leute, die dann auch sagen, hey, PUBG mal so zwischendurch in der Pause, ist eine ganz coole Geschichte. Und da hast du ja kein Gaming-Notebook oder kein Gaming-PC dabei. Und dann da mal eine Runde zu zocken, ist, glaube ich, ganz cool. Also ich glaube, das wird sich dann schon etablieren. Ja, gut. Ich glaube, außer ihr habt noch irgendwas, wir sind, glaube ich, schon so gut wie am Ende. Ich bin durch auf meiner Seite. Genau. Georg, hast du noch irgendwelche Anmerkungen, die du machen möchtest? Ich bin gerade am Überlegen. Ich Genau. schaue gerade durch meine ganzen Unterlagen. Ach ja, um es noch mal zu vervollständigen, das Gamescom Festival war natürlich dieses Jahr auch wieder am Start. Habt ihr beide euch aber nicht angeguckt? Das können wir vielleicht mal in irgendeinem anderen Jahr mal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Weil ich finde, da fehlen einfach die guten Music Acts. Also, da ist jetzt Ja, irgendwie nichts, was einen so das ging mir anzieht. aber irgendwie schon jedes Jahr so. Das Line-up war jetzt nicht so pralle. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Ich meine, gut, es ist vielleicht auch ein finanzielles Thema. Und aber ich denke mal, wir gucken uns das auf jeden Fall irgendwann mal an und werden dann hier auch drüber berichten. Aber das Ding ist halt auch oft so gewesen, wenn du dann irgendwie auf der Gamescom bist, du hast abends eigentlich gar keine Lust, dann noch zu so einem Festival irgendwie zu gehen, wenn du weißt, du musst gerade als Pressevertreter am nächsten Tag schon wieder ziemlich bald auf der Matte stehen oder du hast am nächsten Tag noch zwei, drei Interviews zu klären oder irgendwas, dann hast du da eigentlich keine Lust, dann am Abend noch auf ein Festival zu gehen. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, dass du halt wirklich als Game-Begeisterter oder auch egal, nicht mal unbedingt Game-Begeisterter, auch als Jugendlicher kannst du echt eine schöne Zeit haben während der Gamescom in Köln mit zig Aktivitäten, die du da machen kannst. Du hast immer irgendwelche Möglichkeiten und das finde ich eigentlich auch ganz gut. Auch wenn natürlich die Kritiker wieder sagen, dass es sich immer weiter weg von dem entwickelt, was die Messe eigentlich mal war. Gut, aber das wird man dann sehen, wie es die nächsten Jahre wird. Und von den Besuchern her, du hast ja vorhin schon im Vorgespräch gesagt, am Samstag war jetzt nicht mal so viel los gewesen, Finn. Ja, ich habe auch gerade nachgeschaut. Das Ticket war auch wesentlich teurer als unter der Woche. Also du hast 20 Euro für ein Tagesticket Ja. bezahlt. Unter der Woche waren es, glaube ich, 13 oder 14. Vielleicht war das auch ein bisschen Taktik, um den Samstag mal so ein Das bisschen zu heißt, entzerren, dass dann nicht mehr so viel los ist dann. vermutlich, ich vermute, es war beides. Also Ja. zum einen die Erfahrungsberichte von Freund und Familie im Sinne von Donnerstag war richtig voll, würde lieber nicht hingehen. Du stehst 6 Stunden an. Ja. Was einige Leute abgeschreckt hat und dann natürlich die Ticketpreise am Samstag. Aber generell war am Samstag dieses Jahr zumindest wesentlich leerer als die Jahre davor. War ganz angenehm, nirgendwo länger als 2 Stunden warten zu müssen. Das heißt, das war so ein Tag, da konntest du als auch dich relativ frei auf dem Messegelände bewegen, was an sich sehr selten ist, zumindest außerhalb vom Pressetag. Ja. Und das war ein sehr angenehmer Samstag eigentlich. Ich hätte gerne Sekiro noch angezockt. Also dieses Shadows Die Twice, der ist von den Dark Souls-Machern. Aber dazu kam ich leider Oh nicht. ja. Aber ja. Also Samstag war tatsächlich sehr angenehm. Donnerstag war aber viel zu voll. Ja. Gut. Georg, noch was gefunden? Ansonsten würde ich sagen. Ich könnte jetzt wieder was Uiuiui. Größeres anstoßen. Ja. Mir ist nämlich jetzt noch was eingefallen, nämlich das Thema Ah, okay. VR. Weil da ist mir eben aufgefallen, also 2016 war es noch sehr, also war der Oh Hype ja. sehr groß, aber seitdem ist es abgeflacht. Es ist einfach, man merkt, die Plattform ist für die meisten zu teuer und die Nachfrage niedrig. Es gibt zwar Entwickler, die ein bisschen was machen, aber es ist sehr abgeflacht. Also der Hype ist tot, wenn ich mal so sagen, also so frech Ja, das formulieren ist ja auch darf. so ein bisschen wie mit der Und 3D-Geschichte bei den Fernsehern. Also wenn ich mir überlege, heutzutage,
entscheidet, oder jetzt dieses Jahr und auch im letzten Jahr, habe ich kaum Leute gehört, die sich wegen 3D für einen bestimmten Fernseher entschieden haben, beziehungsweise viele Fernseher haben das überhaupt nicht mehr drin. Da spielen dann eher so Sachen wie 8K oder HDR. Ich meine, jetzt ist ja gerade die IFA aktuell, die läuft ja gerade. Das sind eher solche Sachen Thema und 3D ist irgendwie da auch so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und ja, wie du sagst, die Plattform, also die Hürde da reinzukommen, wo wir wieder beim Thema Mobile Gaming sind, da ist die Hürde ziemlich gering, sag ich mal, unter Umständen vielleicht sogar am Anfang kostenlos, wenn ich ein Smartphone habe. Aber bei so VR-Geschichten, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch jemand, der immer vorsichtig ist mit richtig teurer Hardware kaufen. Das ist so ein bisschen auch wie früher, früher, das klingt jetzt so komisch, wie mit DVD und Laserdisc und solche Geschichten, wo man sich oder HD-DVD, die es ja damals noch gab und so weiter und Blu-ray, wo man nicht wusste, wer wird sich da jetzt durchsetzen und du entscheidest dich dann für irgendwie die falsche Plattform, hast aber dann mehrere hundert Euro unter Umständen irgendwie gelassen. Und ich glaube, Georg, aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das hat noch Zukunft, aber es ist noch nicht so weit. Wenn mal ein Produkt auf dem Markt ist, das wirklich so das Gefühl hat, dass es einigermaßen ausgereift und wenn man sich für eine Plattform mal entschieden hat oder eine sich durchgesetzt hat oder meinetwegen auch zwei, wie man es bei Android und iOS hat aktuell, dann könnte das funktionieren. Aber aktuell sind da noch so viele im Markt einfach, die versuchen sich zu behaupten und die es auch noch können, weil einfach noch keiner, sag ich mal, wirklich die Weisheit mit einem Löffel gefressen hat, sondern jeder versucht noch so ein bisschen die Kinderkrankheiten auszugleichen. Und ich muss auch ehrlich sagen, manche Games kann ich mir auch gar nicht so vorstellen mit VR. Also das ist jetzt auch nicht die, ja, die Wunderwaffe für alle Games, glaube ich. So. Wo du mir jetzt gerade eine wunderschöne Mensch, ich bin Brücke doch der serviert hast. Brückenbauer. Ja, wunderbar. Weil wenn du sagst, Spiele, wo man es nicht vorstellen kann, World of Tanks hat dieses Jahr einen VR-Modus vorgestellt. Ja, oh Gott. Ja, wo du dann quasi so oben im Panzer hockst als so Führer und dann so quasi Führer ist rausschauen mit kannst. Panzer eine ganz schlechte Kombination, aber ich weiß, was du meinst. Ja, also Ja, als. eben, ich weiß jetzt nicht, wie man das offiziell nennt, quasi, aber jedenfalls der, wo dann oben aus der Luke schaut. Als Panzer. Aber wie gesagt, das fand ich sehr amüsant, dass World of Tanks dann ihm diesen Okay, VR-Modus finde ich jetzt, vorgestellt hat. ja, kann man machen, aber die Zahlen würden mich dann wirklich mal interessieren, wer sich dann da wirklich dafür entscheidet, sowas zu spielen. Was ich ja interessant finde, das sind so Rennsimulationen zum Beispiel, die dann eben mit VR oder so, und wenn du dann noch einen richtigen Rennsitz hast, dann finde ich, das ist eine ganz interessante Kombination. Aber das sind dann auch wieder Sachen, da musst du wirklich ambitioniert sein und dann bist du wahrscheinlich auch jemand, der wirklich kein Allrounder bist, sondern du hast halt wirklich, du magst Rennspiele und Simulatoren und du spielst hauptsächlich das zu 90%. Und dann könnte das halt wieder interessant werden, glaube ich. Wenn du dann wirklich das Gefühl hast, du sitzt wirklich in dem Auto drin und kriegst auch haptisches Feedback durch diesen Rennsitz dann, den du dir auch viel Geld natürlich kaufen musst. Also das ist bestimmt eine Investition insgesamt von ein paar tausend Euro, wenn du dieses ganze Equipment dann da hast. Aber das kann ich mir schon echt cool vorstellen. Aber das sind halt so Sachen, wie du sagst, das ist nichts für die breite Masse irgendwie. Also, da könnte ich mir vorstellen, dass sich so Spielhallen wieder etablieren. Aber wie gesagt, das Gibt es auch allgemeine schon. Problem Ja. ist halt der Preis. Ja, gibt es, aber wie gesagt, das Problem ist halt auch immer noch der Preis, auch von diesen Spielhallen. Also, wenn man sich da mal anschaut, wie viel der Nachmittag kostet für eine Stunde, die Die Preise sind müssen immer es halt noch wieder hoch. reinbekommen irgendwie. Die haben ja auch diese Anfangsinvestitionen und die müssen sie natürlich dann auch wieder refinanzieren irgendwie. Genau, und die wollen ja eben auch Gewinn machen. Was ich aber auch noch ganz interessant finde, dass jetzt HTC einen Adapter gemacht hat, mit dem man auch jetzt drahtlos die HTC Vive Ah. verwenden kann. Wo auch laut HTC recht schnell ist von der Verbindung, weil das irgendwie ein spezielles Protokoll von Intel, wo sie da verwenden, das eben relativ latenzfrei ist. Ist aber das Problem, dieser Adapter kostet wieder 300 Euro Ja, super. zusätzlich. Ja. Und ich meine, so eine normale VR-Brille kostet schon an sich 800 Euro. Ich glaube, zumindest die Pro-Variante von HTC. Aber wie gesagt,
Momentan, also VR wird sich sicherlich in Zukunft noch durchsetzen. Ich glaube jetzt nicht, dass es so ein Rohrkrepierer wird wie 3D, aber momentan ist halt noch das große Problem der Ja. Einstiegspreis. Ja. Ich meine, da bei der PS4 ist es besser, weil da das VR-Set günstiger ist, aber es ist immer noch ein zu hoher Einstiegspreis. Also, wenn man sagt, dass das komplette Ding irgendwann vielleicht mal 200 oder 300 € kosten wird, auch das ist schon relativ viel, weil da kannst du ja fast eine Konsole dir dafür kaufen. Aber wenn es ungefähr mal in dem Preissegment ist, glaube ich, wird sich das Glaube ich schon auch, ja. durchsetzen können. Das denke ich auch. Also wenn es so im geschenkefähigen Bereich ist, ich meine, klar, das ist schon viel Geld auch, aber die Technik muss auch irgendwie bezahlt werden und die Entwicklung halt auch. Aber da sind wir wahrscheinlich, da reden wir von ein paar Jahren oder so, wo da einfach noch gebraucht wird. Also vielleicht können wir 2022 oder so vielleicht dann schon vermelden, hey, VR setzt sich langsam durch oder irgendwas. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt im nächsten Jahr passiert und das Jahr drauf kann ich mir eigentlich auch noch nicht vorstellen. Das ist einfach noch zu früh. Was ich interessant fand, und da kann ich den Beitrag von den Kollegen von Massengeschmack TV mal empfehlen. Die haben sich eine VR-Entwicklung angeguckt auf der Messe, einen Prototyp auf der Gamescom, wo man sich dann auf so eine Art, ja, wie in so eine Kabine reinstellt, also so ein Laufgitter nenne ich es jetzt einfach mal, wo man dann halt wirklich das Gefühl hat, man läuft da durch diese Welt, kriegt dann so spezielle Aufzieher für deine Schuhe, wo du dann da drauf laufen kannst. Finde ich auch ganz interessant, aber es ist alles natürlich ein Prototyp und so wirklich überzeugt hat es die Kollegen auch nicht. Aber ihr könnt, guckt euch das mal an, wenn euch das interessiert, das Thema. Ich fand diese Entwicklung auch ganz interessant. Da will man halt einfach dieses Thema umgehen. Ich laufe irgendwie durch mein Wohnzimmer und laufe gegen irgendwelche Wände oder so oder irgendwelche Sachen reiße ich mit runter und dann kann ich mich halt wirklich im Game bewegen. Das finde ich halt auch wahnsinnig beeindruckend, wenn du halt dann wirklich, du läufst physikalisch mit deinem eigenen Körper und du läufst im Game und siehst das dann auch. Das stelle ich mir auch wahnsinnig faszinierend vor, wenn das dann wirklich mal funktioniert und nah an dieses Gefühl rankommt vom echten Laufen. Und das war auch so ein bisschen das Problem, was die Kollegen da kritisiert haben, dass es sich halt wirklich noch nicht so ganz echt anfühlt. Aber da wird natürlich dran gearbeitet. Und wenn das mal kommt, dann bin ich echt mal gespannt. Also dann ist das echt richtig krass. Also sowas beeindruckt einen dann wirklich schon, ne? Das ist dann wirklich technisch auch auf einem ganz anderen Level. Also ich muss sagen, VR-mäßig wäre mein Traum irgendwann mal so ein realistisches Pokémon in VR, wo man vielleicht so auch so Handschuhe mittlerweile dann hat, wo so ein haptisches Wenn du die Gefühl geben. anfasst, dann Also ich glaube, so, das ja. wäre mein, genau, ich glaube, das wäre mein absoluter Traum. Pokémon zum Anfassen, Also yay! Ja. wenn ich dann wirklich auch das Gefühl habe, ich habe einen Pokéball in der Hand und Wie wirf geil den nach ist einem das denn? Pokémon. Ich glaube, Da willst du da nicht mehr raus aus also der das war Welt. schon, ist mein Kindheitstraum, muss ich dazu sagen. Aber wenn die Technik irgendwann so weit ist, dann bin ich Dann komplett ist zufrieden. alles ausgereift bei dir. Ja, das ist schon echt krass. Ich glaube, das wird der Untergang der Menschheit, weil dann keiner mehr Ja. arbeiten wird. Dann wird es wahrscheinlich wirklich so sein. Ah, wenn ich mal groß bin, werde ich Ja, wie hieß das, Pokémon-Trainer. dieser Kinofilm, wo die Leute sich in diese VR-Welt geflüchtet haben? Habt ihr den gesehen? Ready Ready Player One, Player genau. One. Dann ist es genau so. Ja, das ist dann auch krass. Aber da gab es, man muss ja sagen, da war es ja dann auch wirklich so eine gute Alternative, da in diese Welt zu gehen. Wenn du dann sagst, okay, Real Life ist so kacke, das hat überhaupt keinen Sinn. Ich muss unbedingt in diese VR-Welt, um einigermaßen normal leben zu können. Das ist dann nochmal eine andere Angelegenheit. Aber krass, wenn man sich das mal so überlegt. Ja, das ist echt heftig. So, und ich glaube, mit diesen Gedanken schließen wir den Tech Talk ab. Macht euch dazu auch mal Gedanken, liebe Zuhörer und Zuschauer. Erstmal vielen Dank an euch beide, dass ihr auf der Gamescom für Kurs of You wart und da wieder Eindrücke mitgenommen habt. Und auch natürlich auch an euch, unsere Zuhörer und Zuseher, dass ihr so lange durchgehalten habt. Wir haben jetzt trotzdem, wir haben am Anfang gesagt, naja, eine Stunde werden wir füllen. Jetzt haben wir 2 Stunden gequatscht. Ich hoffe, das war einigermaßen interessant. Wie immer natürlich euer Feedback in die Kommentare. Das interessiert uns brennend. Und was mich auch interessiert als Projektleiter von Kurs O4U, wollt ihr mehr von der Gamescom sehen? Reicht euch der Podcast oder sagt ihr, hey,
Jungs, geht mal wieder auf die Messe und dreht dort vor Ort Videos. Das würde uns, würde mich interessieren. Dann schreibt es mal in die Kommentare. Allgemein, wenn ihr irgendwie sowas habt, eine Messe oder so, zum Beispiel auch zur IFA, wenn ihr da Interesse habt, dass wir davon berichten, schreibt es in die Kommentare und wir gucken dann mal, ob, wie die Tendenz denn ist, ob sich das lohnt. Problem ist halt immer, da steckt eine ganze Menge Investitionen natürlich dahinter und das muss alles immer organisiert werden. Und deswegen überlegen wir uns das dreimal, ob wir auf so eine Messe gehen oder eben nicht. Und deswegen ist euer Feedback da auch wichtig. Und genau, so viel dazu. Kleiner Hinweis noch, ich habe es am Anfang schon gesagt, die reguläre Folge, die wir trotzdem noch kommen, die zeichnen wir jetzt morgen auf. Die kommt dann bei euch am Freitag. Und da gibt es dann die reguläre Tech Talk Folge. Das ist dann der Tech Talk 8 mit den IT-Themen aus Juli, August 2018. Gut, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao. Wir sehen. Ciao.